da fängt es an. Sie stellen sich gerade vor. Ja, hoi. Wie heißt du? Ich bin Trudel und bin 4 Jahre. Ich bin Anna-Sophia und bin 7. Ich bin Enoch, bin 9 Jahre. Hallo, ich heiße Joshua und bin 11 Jahre alt. Ich bin Elias und bin 12 Jahre. Hallo, ich bin die Sulamit und bin 13 Jahre alt. Ich bin die Noemi und bin 14 Jahre alt. Ich bin die Lois und bin 16 Jahre alt. Hallo, ich bin der David, bin 18 Jahre. Guten Morgen, ich bin der Simon mit 19 Jahren. Hallo, ich bin die Anni, bin 42, bin die Mutter. Guten Morgen, ich bin der Vater dieser Kinderschar mit 48, bin Ivo. Herzlich willkommen alle zusammen. Wir haben uns lange auf diesen Tag gefreut, insbesondere deshalb, weil es der einzige Tag ist, den wir in der Schweiz verbringen mit auf unserer ganzen Tournee. Wir waren in Deutschland, Österreich, Litauen, Holland, Tirol. Überall haben wir viele, viele Menschen begrüßen dürfen. Ich freue mich, dass wir hier in der Schweiz doch auch eine stattliche Zahl miteinander heute diesen Tag verbringen dürfen. Herzlich willkommen. Wir hoffen, wie es schon gesagt wurde, dass dies ein Tag der Oase sein darf, dass wir hier nicht etwas Menschgemachtes finden, sondern etwas, das tiefer greift. Und ich möchte auch beten am Anfang und ein Vorwort halten zu diesem ganzen Oratorium, dass wir den Faden finden, dass wir den Ansatz finden dessen, was wir heute hier für eine Mission weitergeben möchten. Himmlischer Vater, wir danken im Namen Jesu, dass wir hier sein dürfen. Danke, hast du uns gedrängt im Herzen drin, hier nach Dietikon zu kommen, um von dieser Herrlichkeit zu zeugen, von der wir Ergriffene sind. Und wir bitten, dass du es vom Himmel her beglaubigst, wenn es so ist, dass wir spüren, dass du hier etwas wirkst, was wir uns nicht ausgesucht haben, sondern was einfach wirkt, weil du da bist. Gib uns die Worte, dieses Geheimnis Gottes zu verkündigen, am Morgen und auch am Nachmittag im Film. Gib Offenbarungskraft, dass alle, die heute hier sind, in deine Gegenwart eingetaucht werden und erfahren, dass ein lebendiger Gott in unserer Mitte ist. In Jesu Namen. Amen. Als Jesus über diese Erde ging, hat er den Menschen immer wieder etwas beibringen wollen. Das konnten viele nicht erfassen. Da predigte er und die Menschen sagten, wie kommt er dazu zu predigen? Das ist ja der Sohn des Zimmermanns. Sie kannten ihn, die einen von Jugend auf. Und da steht nun dieser Zimmermann und predigt, aber er predigt nicht nur, er heilt auch noch und dann treibt der Teufel aus und dann plötzlich weckt er wieder Tote auf, er macht die unmöglichsten Dinge. Die Menschen sagen, was ist mit dir los, woher hast du das alles? Und immer wieder versuchte Jesus den Menschen klarzumachen, was er für ein Mensch ist oder was er für eine Sendung hat. Immer wieder sagt er, die Worte, die ihr von mir hört, das sind nicht meine Worte, sondern der Vater, der in mir lebt, der spricht diese Worte. Und wenn er heilte, sagte er, die Taten, die Werke, die ihr seht, das bin nicht ich. Das sind die Werke des Vaters. Der Vater tut diese Werke durch mich. Alles, was er sprach, alles, was er tat, jedes Werk, alles, was er tat, sagt er immer wieder, wenn ihr auch mir nicht glaubt, den Worten nicht glaubt, die ich zu euch spreche, so glaubt doch wenigstens den Werken, denn es ist der Vater, der in mir all diese Dinge wirkt. Die eigenen Jünger konnten das kaum erfassen. Irgendwann sagt einer seiner Jünger, zeige uns den Vater, zeige uns den Vater, das soll uns genügen. Jesus schaut ihn an und sagt, Philippus, wie kannst du sagen, zeige mir den Vater? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Das ging ihnen irgendwo zu weit. Aber das war die zentralste Botschaft, die Jesus immer wieder versuchte zu vermitteln. Am Ende seines Dienstes, der ja nur 3 Jahre dauerte, im sogenannten hohenpriesterlichen Gebet, Johannes 17 nachzulesen, hat Jesus nur eines auf dem Herzen. Er sagt, diese Beziehung, die ich, Vater, zu dir habe, du in mir und ich in dir, dass doch genau das mit den Menschen geschehen möge, die mir glauben, die mir gehorcht haben, die dem nachgefolgt sind, was ich ihnen bringen wollte. Du in ihnen, ich in ihnen und sie in uns. Das war die große Mission Jesu. Jesus ist nicht gekommen, um uns religiöse Gebote zu bringen. Gar nicht alttestamentliche, auch nicht neutestamentliche. Jesus ist mit einer einzigen Sendung gekommen.
Er ist gekommen, um uns Menschen zu dem Ursprung zurückzuführen, wozu wir eigentlich geschaffen sind. Im Kolosser 1,16, der Apostel Paulus, unser Nationapostel, fasst dort mit einem einzigen Text zusammen, was eigentlich diese ganze Menschheitsgeschichte hier unten soll. Er sagt, es gibt einen Sinn, ein Ziel, wozu wir geschaffen sind. Alles, was Gott geschaffen hat, ist hinein in ihn, in seine Person hineingeschaffen worden. Alles, was existiert, ist nicht nur durch Gott entstanden, sondern es wird auch durch Gott gelebt, durch Gott erhalten, durch ihn in uns gewirkt. Und er sagt, es gibt kein zweites Ziel für uns Menschen, als dass wir hinein in Gott wachsen, uns hinein in ihn, in seine Person, in eine Verbindung mit ihm entfalten. Er ist nicht gekommen, um uns irgendwelche religiösen Werke beizubringen, so dass wir schauen können, was Jesus gemacht hat, und dann versuchen wir das auch. Das war noch nie Gottes Sinn. Aber bis zum heutigen Tag lebt die Christenheit in diesem Sinn, dem Evangelium nach, dass sie versucht, christlich zu leben. Gott möchte nicht, dass wir christlich leben. Gott möchte, dass wir genauso wie Jesus sagen können, das, was ich spreche, das spreche nicht ich, sondern das ist Christus, der durch mich spricht. Das, was ich empfinde, ich habe Raum gegeben, dass er in mir empfindet. Die Werke, die ich tue, sind nicht meine Werke, sondern Christus in mir treibt seine Werke vorwärts. Er ist gekommen, hat uns Menschen gemacht, weil er einen Körper will. Gott möchte einen Körper. Und so wie Gott im Fleisch in Christus gekommen ist, in Jesus, in der Person Jesus, so möchte er schließlich, nachdem er auferstanden ist in den Himmel und seinen Geist ausgegossen hat, in derselben Weise möchte Gott Gestalt annehmen in uns, dass wir als wie ein Mensch funktionieren. Das Fortgesetzte, das Großartige, das seit Jesu Sein auf der Erde geschehen soll und geschehen muss, ist, dass Jesus nur der Same war. Und so wird er genannt in der Heiligen Schrift. Er wird der Same genannt. Und so wie du als Mensch heranwächst aus einem Samen, du entstehst aus einem Samen, der langsam sich bildet und zu einem Körper wird, und du lernen musst, wie du diesen Körper lebst, wie ein kleines Kind, so du lernst es über Jahre, bis du deinen Körper beherrschst. In derselben Weise ist Christus der Same des zweiten Menschen. Damit meint die Heilige Schrift diese Menschheit, die sich in Gott vereinigen lässt. Adam war der erste Mensch. Und dieser erste Mensch besteht aus einer organischen Gemeinschaft von Menschen. Alle Menschen, die je geboren wurden, sind zuerst einmal in Adam geboren. Das nennt die Bibel den ersten Menschen. Aber dieser erste Mensch ist unter die Sünde gekommen, ist von Gott abgetrennt worden. Er war dazu geschaffen, dass Gott ihn lebe, dass Gott ihn, die Menschheit wie einen Menschen, wie einen Körper lebt. Und dann, nachdem das zerstört wurde, sandte Gott seinen Sohn, sandte er Christus, um in einem Samen, gleichsam in einem Muster vorzuleben, zu demonstrieren, was es heißt, wenn Gott, der Vater, in einem Menschen lebt. Paulus sagt nachher, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Paulus, der Nationapostel, hat als erster zurückgefunden in diesen zweiten Menschen, in diesen neuen Menschen, in den Christusmenschen. Das heißt, diese Menschheit, die in Jesus, in ihn hineinwächst, von seinem Geist erfüllt wird und zusammen einen einzigen Organismus bildet. Paulus sagt, ein Mensch, wir sind einer in Christus Jesus. Kennst du dieses Geheimnis schon? Wir sind gekommen, um von diesem Geheimnis zu zeugen. Wir sind hier, um zu sagen, wir sind Ergriffene dieser Botschaft. Wir Menschen können allein unser Ziel nicht erreichen. Wir können in eigener Intelligenz nicht das Ziel unserer Bestimmung erreichen. Wir sind ein Organismus und wir bleiben ein Organismus. Aber solange wir nicht verstanden haben, dass ein Körper, ein Organismus auch ein Haupt braucht, das fähig ist, diesen Körper zu leben, solange werden wir unserer eigenen Weisheit dahingegeben sein und werden das aus dieser Welt, aus unserem Leben machen, was wir seit Jahrtausenden beobachten können. Ist es nicht so, dass die Presse, Rundfunk, Television, nimm was du willst, Tag für Tag uns beweist, wohin wir es in eigener Weisheit bringen? Und die Menschheit beginnt sich wie ein Organismus zu formen. Die Menschheit beginnt sich via Internet und allen möglichen Wegen zu einem einzigen Menschen zusammenzuformen. Man vereint die Weisheit, man vereint die Kräfte, man vereint die Technik, man vereint die Länder, man vereint die Religionen, man vereint alles, weil man gespürt hat, man muss zusammenhalten. Aber dieses Zusammenhalten gibt ein eitles Ausschlagen gegen den, der das Ganze für sich geschaffen hat. Es gibt ein Haupt, es gibt einen Herrn, es ist Christus, und es gibt kein zweites Haupt, keinen zweiten Herrn, der uns Menschen
würdig leben kann, der fähig ist, diesen Menschheitsorganismus wie einen Leib zu leben. Gott hat uns geschaffen für sich hinein in sich und nicht für uns selber. Nicht für ein menschliches Haupt, nicht für irgendwelche menschlichen Gruppierungen, sondern für sich. Nur er ist fähig, diesen Leib zu leben. Und er sagt in der Heiligen Schrift, wenn wir ihn als Haupt nicht begehren, nicht wollen, wenn wir ihm nicht wie ein Körper zur Verfügung stehen wollen, dann wird er uns unserem Willen preisgeben. Und die ganze Heilige Schrift zeugt davon, dass diese Preisgabe in unserer eigenen Weisheit in einem Mega-Fiasko endet. So würden das die Jungen heute sagen. Mega-Giga-Fiasko wird es geben. Wir werden uns selber zerstören. Unsere eigene Weisheit wird uns bis auf den Stumpf zerstören. Und das nennt letztlich die Heilige Schrift der Zorn Gottes, der über uns Menschen lastet. Das wirkt sich als Zorn Gottes aus, dass wir uns von ihm wegbewegen, seine Herrschaft nicht begehren und uns selber leiten und führen möchten. Hast du Vertrauen zu Gott? Das ist die große Frage. Gott möchte, dass du Organismus Gottes wirst. Er möchte uns leben lernen. Das ist ein Prozess. Er möchte in uns eingehen und er geht stufenweise vor, wie du das bei einem Kindlein im Abbild sehen kannst. Er nimmt so lange Gestalt in uns, bis er diesen Leib beherrschen lernt. Das heißt, bis wir ihm als Leib zur Verfügung stehen. Unsere jüngste Tochter, jetzt 8 Monate, wir können das jetzt zum 11. Mal beobachten. Etwas Herrliches, bis der Mensch seinen Körper findet. Der Wille ist da, aber die Hand will nicht. Der Fuß will nicht, das klappt nicht. Die kippen um, wenn sie gehen möchten. Aber der Wille ist da, es ist ein Prozess. So möchte Gott uns leben. Unsere Frage, die wir heute mitbringen, sind wir angsterfüllt, Leib Christi zu werden? Sind wir angsterfüllt, ihm als Körper zur Verfügung zu stehen? Ist es nicht so, dass auch die Christen Panik haben vor diesem Gedanken? Oh, ich weiß es. Wenn wir sagen, wir möchten Gott so verfügbar sein, wie ich mir wünsche, dass mein Körper für mich als Kopf verfügbar ist, dann bekommen es die Christen mit der Angst zu tun. Warum? Da gibt es ja noch ein Privatleben. Da gibt es ja noch ein Eigenleben. Das könnte ja zu kurz kommen. Verstehst du? Und wir sagen, wärst du zufrieden, wenn dein Körper dir genauso nahtlos zur Verfügung stehen würde, wie du deinem Gott? Ihr seid der Leib Christi, ihr seid der Tempel, heißt es, ihr seid Christi Leib, ihr seid Gottes Körper. Willst du, dass dein Körper dir genauso verfügbar ist, so oft, wie du dem Herrn? Vielleicht ein Sonntagsgottesdienst und dann das eigene? Wie nennen wir das, wenn ein Körper so bruchstückhaft seinem Kopf zur Verfügung steht? Im Menschlichen, das nennen wir ein Krüppel, das nennen wir Missbildung, das nennen wir nicht normal. Aber bei Gott soll es normal sein, wo wir doch hinein in ihn geschaffen sind. Ich möchte dir die Angst nehmen heute Morgen, wir möchten dir die Angst nehmen, unablässig wie ein Körper Gott zur Verfügung zu stellen. In jedem Moment ausgerichtet, was er in dir lebt. Ich möchte dir die Angst nehmen und dir bezeugen und ich hoffe, du kannst es uns heute abnehmen, dass es keine Show ist, sondern dass wir das wirklich leben. Ich möchte dir die Angst nehmen und sagen, in ihm zu leben, in ihm pausenlos verfügbar zu sein, ihn pausenlos in sich zu gewahren und zu sehen, was er tut, mit uns, durch uns, um uns. Das ist das Leben in der Fülle pur. Gott hat die ganze Welt geschaffen, um uns damit eine Visitenkarte zu geben, um uns damit ein Muster zu geben, ein Abdruck seiner Herrlichkeit. So sagt es die Bibel, Römer 1 und 2. Gott hat uns die Schöpfung gegeben, um uns zu zeigen, welche eine Fülle der Herrlichkeit er in sich birgt. Er ist dem Wesen nach einer, der dich hungrig macht, sehnsüchtig macht, aber dann diesen Hunger und diese Sehnsucht stillt. Er ist dem Wesen nach einer, der dir Durst gibt, ein Verlangen und der es stillt. Du hast wie viel Verlangen in deinem Leben? Oh, du kannst sie gar nicht zählen. Es sind alles Bilder davon, dass er Verlangen gibt, um es nachher zu stillen. Eigentlich gibt es kein Verlangen hier unten auf der Erde, das nicht auch gestillt werden könnte. Aber etwas müssen wir heute verstehen und das möchte dir die Angst nehmen. Gott hat alles, was er geschaffen hat, die ganze Schöpfung, in einem Gleichnis seiner Person geschaffen. Darum konnte Jesus Nacht und Tag Gleichnisse erzählen, wie Gott der Vater ist oder wie das Reich seine Herrschaft funktioniert. Alles, was er gemacht hat, uns als Personen, als Menschen, allem zuvor, ist ein Abbild, wie er ist. Wenn du Hunger hast, sagt Jesus, ich bin die wahre Speise. Hier kannst du in einem Modell, in einem Muster gleichsam erkennen,
wie er ist in der wahrhaftigen Gestalt. Das Essen und Trinken, das er dir gegeben hat täglich, ist nur ein Schattenbild davon, nur ein Muster, ein Müsterchen, ein Abbild davon. Und er will dir damit sagen, schau, so bin ich dem Wesen nach. Aber er sagt dir, das, was du hier physisch bekommst, das du spüren kannst, was du essen und trinken kannst, das soll dir nur zeigen, in welcher Art das hätte funktioniert. Aber ich bin die wahre Speise. Wenn du bei mir bist, hast du das, die wahre Speise gefunden. Da denkst du nicht mehr ans Essen, ans Irdische. Wenn du bei mir bist, denkst du nicht mehr ans irdische Trinken, auch wenn du noch so ein Säufer warst, ich verspreche dir das. Wenn du bei mir bist, du denkst nicht mehr an die sexuellen Dinge. Hast du gewusst, warum Gott die Sexualität geschaffen hat? Ich meine jetzt namentlich das Wohlgefühl und all diese Dinge, denen die Menschen versklavt hinterherrennen. Weißt du warum? Es ist ein Abbild, es ist ein Gleichnis, es ist das, was der Gottseligkeit, der Glückseligkeit wesensmäßig am nächsten kommt. Kannst du mir das glauben? Ich rede jetzt nicht von einer Sexualität im Geist, dass man das gut unterscheidet. Aber wenn du einmal erlebt hast, was es heißt, in der Gegenwart Gottes zu stehen, in seiner Nähe zu stehen, wo du seine Gegenwart, seinen Geist, seine Herrlichkeit um dich herum hast, ich kann dir eines sagen, da bist du von Kopf bis Fuß von einer Herrlichkeit erfüllt, die dir alles andere egal sein lässt. Wenn ich früher noch so ein getriebener Mensch war und allem Möglichen dieser Welt hinterhergeifern musste, als ich diese seine Gegenwart, die Vereinigung mit Gott in seinem Geist berühren lernte. Ich sag dir, da weiß ich nicht mehr, was Männlein und Weiblein ist. Das entschwindet, das möchte ich nicht mehr. Ich sage, ich habe das gefunden, wonach ich gespürt habe. Danach habe ich eigentlich gesehnt. Wenn je du dich nach Partnerschaft sehnst, deine Sehnsucht ist nach ihm, weil er die Partnerschaft als Abdruck, als Abbild, als Schatten gegeben hat, was du in Wirklichkeitsform in seiner Person erleben kannst. Wenn du je nach Hunger und Durst gelitten hast, es ist nur, um zu sagen, ich bin der, der dich stillt. Wenn es hier Väter und Mütter gibt, ist es nur, weil er dir zeigen möchte damit, dass er Vater und Mutter in einem Wesen ist. Wenn es Brüder und Freunde gibt, er will dir damit sagen, ich habe unendlich viele verschiedene Wesenszüge in mir. Um seine Fülle, die Fülle seines Wesens uns mitteilen zu können, braucht er eine ganze Menschheit. Ein Organismus, in dem in jedem Menschen will er sich ein bisschen von einer anderen Seite enthüllen, will sein Wesen, sein Leben in uns auf eine andere Art zur Gestalt führen, dass es sichtbar wird. Und nur eine Menschheit kann den Erstling bilden, um diese Herrlichkeit, diese Fülle des Christus in uns, die Fülle Gottes im Menschen darzustellen. Und das Ganze, ich möchte es nochmal sagen, soll wie ein einiger Organismus zusammengefügt sein. Und dann hat Gott seine erste Ruhe verdient. Er wird dann aber alles, was im Himmel und alles, was auf der Erde ist, vereinen in ihm und wird das Haupt sein über jeder Herrschaft und jeder Gewalt, über jeder Macht und über jeden Namen, der irgend genannt werden mag zu allen Zeitaltern. Willst du in dieses Geheimnis mit hineinkommen? Sag doch was. Amen, ja. Sicher, oder? Hey, ich kann nicht mehr ruhen. Das ist für mich etwas, seit ich das berührt habe. Ich sage dir, das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft. Die habe ich nicht einmal gehört und dann weiß ich's. Seit Jahrzehnten gehe ich mit dieser Botschaft am Abend ins Bett und erwache mit ihr auf. Und wenn ich in der Nacht aufwache, bin ich noch bei ihm und am Morgen noch bei ihm. Und das Erste, was ich denke und das Letzte, was ich denke, ist, ist es möglich, Christus in uns, die Erwartung der Herrlichkeit? Ist es möglich, dass Gott uns lebt? Und er sagt mir täglich ja. Und er sagt es nicht nur, er tut es. Und ich sagte, wir sind heute hier, um dir zu sagen, das ist das, was Gott in jedem einzelnen Leben tun möchte. Es ist nicht ein Evangelium für Privilegierte, für irgendwelche Elite- oder Fanatiker-Menschen. Es ist das Evangelium für dich, für jeden, der heute hier ist. Er in dir, du in ihm. Und wir singen heute von dieser Wirklichkeit, wie wir zusammen in diese Wirklichkeit eingehen. Worauf es ankommt, dass wir das erkennen, was in ihm ist und was nicht in ihm ist. Ich muss jetzt langsam aufhören zu predigen, aber gesagt, wir predigen gar nicht so lange heute. Aber einen Punkt möchte ich dir sagen vorweg, das kommt immer wieder auch in unserem Oratorium zur Sprache. Was ist in ihm, was ist nicht in ihm? Es gibt einen göttlichen Frieden, der alles beglaubigt, was er tut. Du musst dir unterscheiden können, ist es Gott in dir, ist Christus in dir oder bist du es selber, der etwas wirkt? Jesus sagt, ich habe dir Leben gegeben. Ich bringe dir mein göttliches Leben, das Zoe-Leben. Ich bringe dir meinen Frieden, dass die Welt den Frieden, den die Welt nicht hat. Und alles, was nicht von diesem göttlichen Frieden abgedeckt ist, ist auch nicht er.
Mit diesem Frieden führt er dich ins Leben und in den Tod. Mit diesem Frieden kannst du Abwärtswege gehen und Aufwärtswege. Es ist nur immer entscheidend, ob du diesen Frieden kennst oder nicht. Ich hoffe, du lernst ihn heute kennen, hier an dieser Stätte. Und wenn du ihn hast, halt ihn fest und lerne miteinander in einem Frieden zu wandeln, als ein Leib. Denn so steht es Kolosser 3,15 geschrieben. Wir sind alle berufen, in dem Frieden Gottes zu wandeln, als ein Organismus, als ein Leib. Und darüber will dieses ganze Oratorium lehren, wie man in Christus wandelt, wie man gemeinschaftlich in ihm wandelt, worauf es ankommt, dass man in ihm bleiben kann, in ihn hineinkommt und sich weiter in ihm hineinentfaltet, bis dass er mehr und mehr Gestalt gewinnt. Jetzt singe ich mein erstes Lied, damit eröffnen wir unser Oratorium. Es heißt, all mein Verlangen bist du. Und ich singe dir dieses Lied als Attest deines Lebens, dass du nie wieder vergisst, alle Verlangen, die du irgend hast in deinem Leben, sie schreien nach ihm, denn du bist hinein in ihn geschaffen. Alles, was er getan hat, hat er getan als Abbild hier unten, was er geschaffen hat. Alle Sehnsüchte, die in deinem Leben wirken, sind letztlich Sehnsüchte nach ihm. Aber hör auf, dem Schatten nachzujagen. Hör auf, das Sichtbare zu suchen. Es ist nur das Muster, ist die Mustertapete, noch nicht die Tapete selbst. Ist das Musterparfüm, noch nicht die Flasche selbst. Ist der Vorhof und nicht das Heiligtum selbst. Lass dir die Angst nehmen, denn all dein Verlangen ist er. Und wenn du ihn gefunden hast, er ist die personelle Wirklichkeit all des Erschaffenen. Er ist die personelle Wirklichkeit all dessen, was er hier erschaffen hat. All mein Verlangen bist du, all mein Verlangen bist du, all mein Verlangen bist du, all mein Verlangen bist du. Was immer in mir dürstet, wonach ich mich auch sehn, der Durst sucht letztlich Dinge, die nicht vor Augen stehen. Was immer in mir dürstet, wonach ich mich auch sehn, der Durst sucht letztlich Dinge, die nicht vor Augen stehen. All mein Verlangen bist du. All mein Verlangen bist du, all mein Verlangen bist du, all mein Verlangen bist du. Was immer in mir dürstet, so bleibt es ewig leer. Das Drängen jeder Sehnsucht meint nur und einzig dich. Was immer in mir dürstet, so bleibt es ewig nicht. Das Drängen jeder Sehnsucht meint nur und einzig dich. Wir haben jetzt immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Besucher dieser Veranstaltung teilweise auch nicht zurechtgekommen sind mit dem, was sie gesehen oder gehört haben. Endlich einfach schlicht aus dem Grund, weil sie denken, das kann es nicht geben, das ist unmöglich, das ist zu hoch oder das erreiche ich nie. Aber ich versichere dich nochmal, das ist nicht eine Show, das ist unser Alltag, den du heute siehst. Das ist das, was wir aus dem Alltag für euch heute mitgebracht haben. Natürlich singen wir nicht immer im Alltag, das ist klar, aber der Inhalt dieser Dinge, in dem leben wir drin.
Und wenn du gelernt hast, im Strom des Friedens zu sein, er wächst ständig an, wenn du ihn bewahren kannst. Er steigt immer mehr hoch und hoch. Und das ist unsere Berufung. Wenn du es also heute aus irgendeinem Grund nicht packen kannst, denkst, das ist ja für die vielleicht, ich schaffe das nie. Davon zeugt eigentlich das nächste Lied. Und Sulamit hat von einem Traum geschrieben. Meine Empfehlung ist immer wieder, wenn du Dinge gesehen hast, die dir unerreichbar scheinen, dann verzweifle nicht, dann sag nicht, ach, das ist nichts für mich, dann beginn doch wenigstens davon zu träumen, von dem, was du gesehen oder gehört hast, denn es existiert ja. Ich bin auch nicht für mystische Träume, irgendwelche Dinge, die man nicht gesehen hat oder ja, die einfach nicht existent sind, davon zu träumen, das wäre Mystik. Aber lass es dir doch sagen, wenn du heute etwas berührst, das hier wirklich existiert, dann hast du ein Recht, einen Traum zu träumen. Die Suli sagt jetzt, was ihr Traum beinhaltet, und dann singen wir ihr Lied. In diesem Traum, wo ich das singe, da handelt es sich ganz um die Basis, also zu Hause, in der Praxis. Ich singe davon, wie wichtig das ist, dass wir beginnen, im Kleinen treu zu sein. In der untersten Basis, zum Beispiel gleich im Zimmer mit meinen zwei Schwestern, da wenn ich nur so etwas in einem falschen Ton sage, oder zu meinen Brüdern oder zu irgendjemandem so in einem falschen Ton, dann entflieht der Friede gleich wie eine Taube. Oder wenn ich jemanden erniedrigen will, so sticheln, sagen wir dem, dann ist der Friede gleich weg. Und wir, einfach, dass wir da in der Praxis beginnen, standhaft zu sein, dass wir dort Kraft bekommen, im Kleinsten, in der Basis. Das ist einfach mein Anliegen und auch, dass es nicht nur ein Traum bleiben soll, sondern dass es wirklich zur Wirklichkeit wird. So möchte ich einfach meine Vision an euch weitergeben. Hört, ich träumte einen Traum voll Frieden. Hat mich so sehr erfasst, dass ich wünschte, er wird Wirklichkeit. Komm, erzähl uns mehr davon, welche Sache dich so sehr beglückt. Und erklär uns, wie es kommt, dass dich scheinbar dennoch etwas trügt. Komm, erzähl uns mehr davon, welche Sache dich so thank you.
gib man Brüder wie sein Auge und der Friede wie die Taube, rückt man aber Sünde nicht, dann gebricht uns jedes Licht. Ja, zu Hause sollen wir's wagen, Gottes Dienst anzusagen, erfüllt Gebet hier jeden Raum, wird zur Wirklichkeit mein Traum. Erfüllt Gebet hier jeden Raum, wird zur Wirklichkeit mein Traum. Ich denke, es gibt nichts Schöneres, als so einen Traum zu haben, der eben von diesem Frieden, von dieser Herrlichkeit. Und ich, ja, heute ist gerade so ein Moment, wenn wir auch von der Predigt inspiriert werden neu, dass eben Christus in uns diesen Frieden, dieses Leben durch uns ausgestalten will. Leider ist es dann oft so, dass dieser Traum ganz schnell wieder zerbricht, nämlich meistens dann, wenn man wieder zu Hause über die Türschwelle kommt und der erste Streit zum Beispiel sich abwickelt, dann zerbricht dieser Friede und man denkt, ah ja, das war's dann wieder, es bleibt wohl doch noch nur ein Traum. Und deshalb möchten wir ja jetzt auch in diesem Oratorium wie ein Stück Weg miteinander gehen, das ein bisschen entfalten und entwickeln, wie wir dahin kommen, dass dieser Traum zur Wirklichkeit wird. Und das nächste Lied, das wir jetzt singen, das hat diesen Titel, Der Streit. Das handelt eben jetzt gerade von so einer Situation, wo man diesen Frieden miteinander hat und dann plötzlich ist er einfach weg, wie die Taube verflogen. Und wir als Familie haben uns das eben angewöhnt, in solchen Situationen nicht einfach dann den Mut zu verlieren und zu denken, es bleibt wohl ein Traum, sondern dann eben stillzustehen und gemeinsam an diesem Punkt zu arbeiten, bis wir spüren, jetzt ist der Friede wieder da, jetzt ist der Christus konnte in uns eine Lösung hervorbringen und jetzt haben wir wieder gemeinsam den Frieden. Und so bitte ich jetzt Jan Henoch und Joshua noch etwas zu ihrem Lied zu sagen. Also unser Lied ist aus der Praxis. Wir haben es auch erlebt, nämlich hatten wir immer Unfrieden miteinander und wir brachten es nie weg. Und es kam immer wieder, also wir mussten immer wieder streiten. Und dann ist es in der Familienrunde dann aufgeflogen und dann hat Papa uns die Wurzel gezeigt, warum das so ist. Also Joshua und ich sind mal zusammengehockt und dann haben wir einen Streit aufgeschrieben, haben wir ein wenig übertrieben, dann haben wir einen Text an Papa gegeben und er hat das Licht draus gemacht. Danke, Vater, für das Essen, du hast uns noch nie vergessen. Gib uns auch heut dein Himmelsbrot, das zu uns lehre jede Not. Das zu uns lehre jede Not. Hat das Essen gut geschmeckt, dann wird jetzt fleißig abgedeckt, und er ist gut. Richtig an, der Herr auch fröhlich dienen kann. Fröhlich dienen möchte ich gern, alles tu ich für den Herrn. Nichts sollt mir zu niedrig
mehr sein. Doch wir sehen uns ohne Grund ständig nur wie Katz und Hund. Hilf mir, Herr, in dieser Not. Ich seh gleich schon wieder rot. Hilf mir, Herr, mach mich bereit, sonst gibt's grundlos wieder Streit. Mal her die Teller und bedenke, ich bin schneller, überrunden werde ich dich. Keiner spielt so schön wie ich. Denkst du, dass wir ja gelacht? Ich hab's schon weit näher gemacht. Ich war dich heute überrunden und war gleich in ganze Stunden. Hartes Wasser will jetzt wagen, mir den Kampf verdammt zu sagen. Tut mir Lappe, aber ich hab immer einen Teller mehr. Weißt du, steh du groß mal du. Ich vergeben zwei zu. Immer zwei, wenn du nur eine. Da hilft dir nicht mal dein Weinen. Zieh los, setz dir dich zu wehr. Ich sprach immer einmal mehr. Was zuerst sagt der Sieger, darum sag ich's immer wieder. Dafür kann ich schneller laufen. Da hilft dir kein Haar drauf. Rennen werde ich ewig schneller. Dreht die Küche samt den Teller. Dummer Esel, willst du's wagen? Das würde ich der Mama sagen. Dann sag ich, dass du die Tassen heute früh ausfallen lassen. Mama, hör, ich bin nicht klar. Doch darf er mir Esel sagen. Mama, ich war bloß empört, weil er dein Geschirr zerstört. Und dann komm dazu, wir schwiegen, als du saßt am Boden liegen. Nun kommt einmal her, ihr beiden, und lasst euch den Ausweg zeigen. Geht ins Zimmer, bis euch klar, wie die Sache wirklich war. Geht ins Zimmer, bis euch klar, wie die Sache wirklich war. Noch einen Wunsch hab ich dabei, wenn vor Gott dann steht ihr zwei. Fragt auch nach dem tiefsten Grund, was euch macht wie Katz und Hund. Fragt auch nach dem tiefsten Grund, was euch macht wie Katz und Hund. Kommen Brüder nicht mehr klar, ist es doch sehr sonderbar. Wenn beständig längere Zeit immer neu entflammt der Streit. Kommt mein Brüder nicht mehr klar, ist es doch sehr sonderbar. Wenn beständig längere Zeit immer neu entflammt der Streit. Obgleich ich gar nicht bin, vergib mir alle Sünden und mach mich wieder still. Lieber Gott, hier bin ich, was hab ich bloß getan? Ich nehm Gottes guten Vorsatz, meinen Bruder nicht mehr an. Warum nur muss ich streiten? Beiden Helden eure Schlacht. Was hat des Streites Feuer aufs Neue stets entfacht? Ich weiß nur, dass es falsch war. Vor Gott hat es Gewicht. Verzeih mir bitte, Bruder, doch mehr versteh ich nicht. Auch ich kann dir nur sagen, was ich tat, war nicht recht.
aber zeigte sie mir nicht. Dann zeige ich euch die Wurzel, denn diese liegt gar tief. Nur wer nicht recht versöhnet, bei dem geht alles schief. Ihr habt zwar stets gestanden, was die Verfehlung war, doch euch recht angenommen habt ihr nie ganz und gar. Meist blieb da noch im Herzen ein bisschen Groll zurück, und dieser schürt das Streiten von neuem Stück für Stück. Meist blieb da noch im Herzen ein bisschen Groll zurück, und dieser schürt das Streiten von neuem Stück für Stück. Nochmals ins Zimmer und söhnt euch gründlich aus. Dann fließt der Friede Gottes durch euch ins ganze Haus. Löst die Forderung von Schulden und lasst euch richtig los. Denn in Gericht und Gnade wird der Friede groß. Denn in Gericht und Gnade wird der Friede groß. Das Oratorium hat ja den Titel Fragen und Antworten, und es sind so viele Fragen, die jedes auf seinem Herzen trägt, und besonders auch die Kinder, die fragen ständig das, was sie gerade empfinden, und eine dieser Fragen wird jetzt auch in dem nächsten Lied wieder behandelt. Da geht es nämlich um Krieg und Frieden. Da fragt die Anna-Sophia mich: Mama, warum, sag mir, warum machen die Menschen eigentlich Krieg? Und da wäre es auch leicht, so eine schnelle Antwort zu finden, die ein bisschen darüber pinselt, ja, das sollte man nicht und was weiß ich. Und doch liegt es uns auf dem Herzen, das mal ganz gründlich zu beantworten. Denn da gibt es nur eine einzige Antwort. Auch der Krieg, der beginnt ja irgendwo ganz im Kleinen, nicht? Und ich denke oft darüber nach, auch wenn ich wieder sehe, wie viele Menschen demonstrieren gegen die Kriege, demonstrieren für den Frieden. Man setzt sich ja in der ganzen Welt ein. Und ihr habt sicher auch oft schon diese Fahnen gesehen, die vor den Fenstern aufgehängt sind, wo dann draufsteht Pace oder Peace oder ich weiß nicht, in allen Sprachen für den Frieden. Aber jedes Mal, wenn ich dann wieder so eine Fahne hängen sehe, da kommt mir immer dasselbe in den Sinn. Dann frage ich mich nämlich, wie sieht es wohl hinter diesem Fenster aus, gerade bei dieser Person, die diese Fahne rausgehängt hat. Denn da im kleinsten Alltag muss es beginnen, dass Friede aufgerichtet wird, und sonst wird es auch in der Welt nie Frieden geben. Und von diesem, von diesen Dingen erzählt dieses Lied jetzt. Mama, sag, warum nur machen Menschen Krieg? Warum haben nicht alle einander einfach lieb? Es wäre doch viel schöner, wenn alle wären wie du. Denn du liebst mich herzlich und hilfst mir immer zu. Mama, sag, warum nur machen Menschen Krieg? Warum haben sich nicht alle einfach lieb? Denn du liebst mich herzlich und hilfst mir immer zu.
viel schöner ohne Streit. Doch bist auch du zum Frieden in diesem Haus bereit. Der Krieg beginnt im Herzen, im Kleinsten da und dort. Sag's nicht auch du den Kindern, noch mal verletzend Wort. Mein Kind, ja, es wär wirklich viel schöner ohne Streit. Doch bist auch du zum Frieden in diesem Haus bereit. Der Krieg beginnt im Herzen, im Kleinsten da und dort. Sag's nicht auch du den Kindern, noch mal verletzend Wort. Streitet ums Spielzeug hin und her, seid nicht auch ihr im Herzen von Neuem wieder leer. Wer immer leer im Herzen und ohne Hoffnung ist, der bleibt in großen Schmerzen verfahren der Sündenlist. Ach Mama, es stimmt wirklich, ich gebe es alles zu. Wie kann ich's machen, dass ich so werd wie du? Wann immer ich dich sehe, umgib dich große Kraft, die alles, was uns mangelt, durch dich zu neuem schafft. Ach Mama, ich will wirklich, ich gebe es alles zu. Doch sag, wie kann ich's machen, dass ich so werd wie du? Strom. Er fließt so oft, ich glaube, dass ich schon in ihm wohn. Gott selbst ist dieser Friede in Person. Wer nichts will als ihn selber, der hat Teil an diesem Strom. Wer nichts will als ihn selber, der hat Teil an diesem Strom. Nicht einer mag mehr streiten, der von diesem Strom erfasst. Hat er auch viel gesündigt, gestritten und gehasst. Der Strom der allen Krieger im Nu ein Ende Strom des Friedens allein
und schau allein auf Jesus, ihn allein immer zu. Jesus immer zu. Ja, auch ich habe mich gefragt, woher kommen Kriege und die Streitigkeiten unter uns? Und habe in der Bibel eine ganz klare Antwort gefunden. Ihr kennt sie sicher auch, Jakobus 4, Vers 1. Da steht wortwörtlich, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts. Ja, ich möchte jetzt mal ein Beispiel erzählen. Als ich noch zur Schule ging, ich mache jetzt eine Lehre als Automechaniker, war ein Junge, also schon seit der ersten Klasse, ein Einzelkind, hat immer alles, was er begehrte, also wirklich. Nur vom Feinsten, ein eigenes Zimmer, logisch habe ich fast auch mit meinem Bruder, aber nicht nur das. Er hatte eigenen Fernseher, Videogames, Computerspiele, dann hatte er aber wirklich die besten, die man sich vorstellen konnte, und dann auch ferngesteuerte Wagen, machte da immer ein Rennen mit, und meine Kollegen waren sichtlich neidisch auf ihn. Aber obwohl er alles hatte, was er begehrte, hat er trotzdem am meisten von allen gestritten. Der war jetzt einfach immer verstritten, hatte vielleicht einen Freund, und mit dem Rest der Klasse hat es immer gerieben, war jetzt nie so recht gepasst, mit dem Lehrer sowieso nicht, immer Probleme mit dem Schüler gehabt, bis er dann schlussendlich in der dritten Sekundarschule, nein, Realschule war der, dann von der Schule geschmissen wurde. Da habe ich mich... Muss ich mich jetzt fragen? Ja, der hatte ja alles, was er wollte, und trotzdem war er so verstritten mit allen. Nämlich, wir hatten noch einen anderen Jungen in unserer Klasse, der war Bauer, gar nichts, also der hat jetzt wirklich praktisch gar nichts. Wir haben ihn mal mit der Schule besucht, einfach ein Bauernhof, er hatte ein einfaches Zimmer, gar kein Luxus, also wirklich gar nichts, und musste manchmal sogar von der Schule nach Hause und heuen. Ja, aber mit dem konnte man einfach nicht streiten. Der war so friedlich und mit allen irgendwie fröhlich, zurückhaltend, das war, aber mit dem konnte man nicht streiten, obwohl er nichts hatte. Ihr wisst sicher, auf was ich hinaus möchte. Ich möchte sagen mit diesem Beispiel, nicht die irdischen Dinge füllen uns auf, es sind nicht die irdischen Dinge, die uns Kraft geben, dem Bösen zu widerstehen. Es ist nicht alles Gute auf dieser Welt. Das Gute hier, das macht uns höchstens gefangen, das sehe ich bei allen Leuten in der Welt, Zigaretten, Nikotin, all diese Dinge, die machen die Leute gebunden, die machen sie nicht frei. Der hat auch geraucht und trotzdem war nicht glücklich. Ja, meine Großmutter ist jetzt 102 Jahre alt. Die kann sehr, sehr viele Gedichte, und sie hat mal ein Gedicht erzählt, das ist mir hängen geblieben, das möchte ich jetzt mal erzählen. Nämlich genau so verläuft es mit der Lust und den Begierden, die wir alle haben. Es handelt sich um eine Maus und eine Katze, also die Maus, das Mäuschen, ich muss auf Schweizerdeutsch oder so irgendwas zwischendrin. Das Mäuschen saß im Mäuseloch, das Kätzchen saß davor, lieb Mäuschen, komm näher doch, lieb Mäuschen, komm hervor. Ich gebe dir Zucker, weiß und süß, viel Nüsse auch, wohl auf. Das Mäuschen sich betören ließ und das Kätzchen fraß es auf. Ja, ein trauriges Gedicht, aber es ist nun mal so. Eben. Ich habe gesehen, von der Lust, wir werden verzehrt davon. Wir werden wie die Maus und der Katz verzehrt davon. Die frisst uns auf. Ja, die quält uns eigentlich. Ich hatte mal eine Lehrerin, eine Handarbeitlehrerin, habe ich auch so gestrickt und so. wenn sie nicht einen Kaffee hatte, es war mühsam zu arbeiten, wirklich. Eben, die Leute, sie sind gebunden an einen Kaffee. Wenn sie den Kaffee nicht haben, dann geht es ihnen nicht gut. Und ich und wir alle dürfen von einem besseren Leben zeugen. In meinem Lied singe ich, was wir gefunden haben. Und das möchte ich, dass ihr es wörtlich nehmt. Gleich zum Schluss, wenn ich zum Beispiel singe, Jesus die Freiheit, Jesus die Kraft, dass wir dann nicht denken, ja schön, da singt jetzt da was. Sondern dass wir das praktisch beginnen anzuwenden. Jesus ist die Kraft. Gib dir die Kraft, das Böse zu überwinden. Nur Jesus kann dich frei machen, sage ich es mal so. Jesus, die Freiheit singe ich in meinem Lied. Jesus, die Quelle des Lebens. Die Oase eigentlich, oder? Aber die Lust lässt einen trotzdem immer leer zurück. Eine Fata Morgana.
man es genau nimmt. Das singe ich auch in meinem Lied. Ja, ich denke einfach, dass, wie es Papa schon gesagt hat, dass wir nicht einfach nicht nur dem Schatten nachrennen, all dem Irdischen, das macht uns höchstens gebunden. Denn wenn wir das Wahre gefunden haben, die Wirklichkeit, Gott selber, dann wollen wir das alles nicht mehr. Wie Papa es gesagt hat, dann müssen wir nicht mehr trinken, die Alkoholiker, dann sind wir befreit von Zigaretten. Wenn wir Gott gefunden haben, dann brauchen wir es nicht, weil er ist die Freiheit, er ist das Leben, er ist die Kraft, er ist die Freude. Das möchte ich jetzt singen, eben der letzte Teil ernst nehmen, das ist mir ein Anliegen. Die Lust ist eine Fata Morgana, sie reizt und zieht vielversprechend aus. Sie bietet dir den Durst zu stillen, zu stopfen auf dein finsteres Loch, das du zutiefst in dir spürst. Hör nicht auf den Feind, wenn er spricht. Komm, stopf es doch mit deinem Joint. Probier's mal mit etwas Liebe. Bestimmt klappt es mit Alkohol. Oder vielleicht mit Sex. Überdecke deinen Missstand mit einer gigafetten Party. Aber vergiss nicht das Gras. Die Lust ist ein Fata Morgana. Sie reizt und zieht vielversprechend aus. Doch gnadenlos betrübt sie dich. Steht keinen Durst und stopft kein Loch. Zurück bleibt der Ton noch im Trumpf. Hör nicht auf den Fein, wenn er spricht. Komm, stopfe doch das finstere Loch. Mit noch mehr Kaffee am Morgen. Mit einer fetten Karre oder vielleicht hilft Geld. Überdecke deinen Missstand mit TV, DVDs und Radio. Lenke dich ab mit Games. Ist wie salziges Wasser, man trinkt und braucht doch immer mehr. Man meint doch, man sei endlich fündig, doch nüchtern gesehen stimmt das nicht. Du bist noch gefangen und leer. Hör nicht auf den Feind, wenn er spricht. Such Frieden in der neuen Clique. Wie wär's bei Rockern oder Skinheads? Vielleicht ist's cooler bei den Punks oder bei den Hip-Hop-Fans. Ändere deinen Style, wechsle die Klamotten. Sei einfach nicht mehr dich selbst. Die Lust ist wie salziges Wasser. Schatten von dir und lässt dich niemals mehr los. So glaubst du, sie sein, die Lust ist wie salzig. Wasser, was dein Durst nie mischt. Kein Genuss vermag dein, deinen Durst zu stillen, noch dein Loch zu stopfen. Hör nicht auf den Feind, wenn er spricht.
Wir befinden uns immer noch auf dem Weg, wie wir mehr in diese Wirklichkeit hineinkommen können. Und wie David vorhin gesagt hat, dass eben diese Lüste, wenn wir danach greifen, wenn wir darauf reinfallen, wie sie uns dieses Leben, diesen Frieden zerstören. Das nächste Lied heißt Enthaltsamkeit. Das ist eigentlich gerade das Gegenteil von dem. Enthaltsamkeit, kennt ihr dieses Wort? Das bedeutet ja eigentlich, einen inneren Halt zu haben, eine innere Festigkeit zu haben, eben nicht das zu tun, was jetzt der Körper gerade will oder was jetzt einfach gerade zieht und von dem man weiß, wenn ich es tue, geht es mir nachher schlechter. Und das ist auch so eine Übung, wo wir lernen, in diesem Lebensstrom drin zu bleiben. Und auch das ist etwas, was wir auch im Kleinen, im kleinsten Alltag üben können, damit wir dann nicht erst, wenn wir eben gebunden in Drogen oder Alkohol oder schwierigeren Dingen sind und nicht mehr davon loskommen, erst dort beginnen müssen. Und das nächste Lied erzählt einfach ein bisschen, wie wir das in unserem Alltag handhaben, wenn wir nämlich spüren, dass eines der Kinder irgendwo, irgendwo von etwas gefangen genommen werden will, dann stehen wir gleich dort still und dann arbeiten wir daran. Das ist jetzt so, beim Rudli war das mal so eine Zeit, wo sie einfach ihr Ende nicht mehr gefunden hat. Bei Tisch, da konnte man hinstellen, was man wollte. Sie hatte immer noch Hunger. Und wenn alle den Rücken gedreht haben, ist sie noch rund um den Tisch gegangen und hat alle Milch noch ausgetrunken. Sie hat einfach kein Ventil gehabt, um zu spüren, wann es genug ist. Und das sind solche Dinge, die man oft als Eltern oder in der Familie bei sich selbst auch oft nicht in den Ansätzen erkennt. Und dann denkt man, ja, das ist jetzt halt so. Und dann bleibt es dabei. Und vielleicht gibt es dann eben diese Schäden daraus, dass man eben unter dem dann körperlich leidet später. Und so sind wir uns gewohnt, die kleinen Ansätze eben daran zu arbeiten. Und auch in unserem persönlichen Leben bedeutet die Enthaltsamkeit einfach, einen Schritt tiefer zu gehen, dass dieser Traum in Erfüllung geht, nämlich überall dort, wo dieses Leben unterbrochen wird, der Strom des Friedens, da spüre ich, da muss ich jetzt was weglassen und dann ist der Friede wieder hier. Und das Lied beginnt jetzt so mit einem kleinen Gebet, das ist so ein bisschen der Rand von dem Thema, einfach weil die Rudli war damit nicht ganz so sehr glücklich. Ich hatte da einen Impuls, wie wir da ein bisschen entgegenwirken könnten und da hat sie dann nicht so gefreut und dann hat sie dann dem Herrn gesagt, was sie dazu findet in einem Gebet. Aber der Sinn eigentlich des Liedes geht eigentlich darum, egal auf welcher Ebene das ist, sei es im Kleinen oder dann eben im Großen, dass es eben eigentlich das Schlimmste ist, wenn man gebunden ist von etwas, wenn man Sklave ist von etwas, was man nicht frei darüber verfügen kann. Und andererseits, dass es das Schönste ist, dass es überhaupt gibt auf der Welt, wenn man einfach von allem frei ist und frei eben für ihn. Und das wollen wir jetzt singen. Rudli? Hä? Die nächsten Tage trinkst du zum Frühstück besser nur Tee statt Milch, so wie die Mama. Der Doktor hat gesagt, dass du ein wenig zu schwer bist. Die Mama Tee bekommen und ich darf für die Milch. Danke, Jesus, dass die Mama Tee bekommt und ich darf für die Milch. Na, du kleine Maus, was betest du denn da? Was hab ich grad gehört? Sie dankt mal für die Milch, obwohl die Mama sagt, es gibt für sie nur Tee. Sie will dich heute leben.
Wenn ich einmal groß bin, kaufe ich mir die ganze Bäckerei mit allen Süßigkeiten leer. Wenn ich auch so ein Geldstück hätte wie mein Freund, eine ganze Stange Kaugummi würde ich kaufen und alle auf einmal in den Mund stecken. Wenn du niemand zuschaust, nehme ich dreimal so viel Marmelade aufs Brot. Dort oben im Küchenschrank sind die Pralinen versteckt. Wenn ich da nur ein oder zwei runterhole, merkt dann niemand, dass da was fehlt. Es gibt nichts Schlimmes auf der Welt, als ein Sklave zu sein. Von dem, was mich gelüstet, von dem, was ich grad will, greifen nach dem, was ich spüre. Das nächste Lied hat den Titel Sauerteig. Sauerteig kennt ja sicher jeder, obwohl wir in der Schweiz ja eher dieses Hefebrot kennen. So ist es doch dasselbe Prinzip. Man hat einen großen Teig und legt eben ein kleines Stück von einem gesäuerten Teig oder einer Hefe dazu. Und dieses kleine Stück bewirkt dann, dass der ganze Teig durchsäuert wird und macht, dass das Ganze aufgeht und ganz durchsetzt wird von diesem säuerlichen Teig. Und wie Ivo schon gesagt hat, ist ja alles, was auf dieser Welt ist, was geschaffen ist, ist alles ein Abbild auf geistliche Zusammenhänge, dass wir etwas davon lernen. Und auch dieser Sauerteig hat ein geistliches Abbild. Man könnte diesem auch sagen, geistliche Ansteckungsgefahr. Also das bedeutet, dass im Geist, wenn wir zusammenleben, dass es ebenso eine Ansteckungsgefahr gibt, die sich ähnlich verhält wie eben ein Sauerteig. Ich habe das selber auch an mir so erlebt, wenn ich mal an dem Punkt bin, dass ich selber gemerkt habe, ich will jetzt Gott gehören, ich will ihm dienen, ich möchte ihm verfügbar sein, so wie es Ivo erklärt hat, ich möchte, dass er durch mich leben kann. Plötzlich komme ich an diesen Punkt, wo ich merke, das reicht ja noch gar nicht, weil wir sind ja ein Organismus, wir sind eine ganze Familie. Das heißt, jedes Einzelne soll im selben drin sein, wenn nämlich nur ein einziges Kind irgendetwas anderes auf dem Herzen trägt oder ein Widerspruch, Murren oder etwas, irgendeine Sünde irgendeiner Art hineinträgt in die Familie, dann wird dieser Friede unterbrochen und die ganze gesamte Atmosphäre wird hinuntergezogen und alles wird eben davon durchsäuert. Und das verhält sich oft auch sehr im Verborgenen. Ich denke, jeder von euch hat sich auch im Natürlichen schon irgendwo mal angesteckt, im Büro oder so, jemandem begegnet, der eine Krankheit hat, eine Erkältung, ein Husten. Und erst dann zu Hause hat er realisiert, als er selber begonnen hat zu husten, ah ja, ich hatte ja da eine Berührung mit diesem Menschen, der hat ja diese Krankheit gehabt. Und genauso verhält es sich eben auch mit diesem geistlichen Sauerteig. Man realisiert das oft
viel zu wenig, wie sich das verhält mit dieser Sünde. Und ich selber, ich habe schon in so viele Mütter gesehen, die sind so, wie soll ich sagen, ermattet, abgespannt, dumpf, überarbeitet sehen sie aus und es geht ihnen nicht gut. Und ich habe einfach ganz tief gemerkt, dass das oftmals nicht einfach die Überarbeitung ist oder man ist vielleicht ausgebraucht durch viele Geburten oder so, wie man das dann oft benennt, sondern es ist, dass eine Sünde in die Familie hineinkommt oder viele, mehrere Dinge, die man nicht mehr zeitgemäß aufarbeitet und dann kommt das wie ein Sauerteig auf einem zurück und zieht einem hinunter und das ist ein sehr ein hoher Anspruch. Ich erlebe das auch an mir selber. Wenn ich fit bin, kann ich 2-3 Stufen auf einmal die Treppe hoch springen, aber kaum ist etwas in unserer Mitte, was nicht mehr stimmt, habe ich plötzlich das Gefühl, ich habe keine Kraft mehr, den Alltag zu tragen, aber das sind geistliche Zusammenhänge, das ist eben der Sauerteig und in meinem Lied beschreibe ich das so, wie mir das so geht, eben wenn ich aus der stillen Zeit, die ich am Morgen mit dem Herrn habe, nach Hause komme, ich komme in die Wohnung, es geht mir gut, ich habe gebetet und plötzlich befinde ich mich in einem ganz anderen Zustand und dann suche ich bei mir und denke, was habe ich jetzt schon falsch gemacht? Und erst wenn ich auch zu der Einsicht komme, dass jetzt etwas in unsere Familie hineingekommen ist, was jetzt nichts mit mir zu tun hat, sondern was jetzt aufgearbeitet werden muss, erst dann beginnt die Kraft wieder zu kommen. Und ich denke, gerade dieses Ausschaffen der Sünde, das ist dann eben das Geheimnis, wenn man das gemeinsam ausschaffen kann, bis der Friede wieder da ist. Und das ist auch das Problem heute, dass man das gar nicht mehr möchte. Man will keine Konsequenzen mehr in der Erziehung überall, das darf nicht mehr sein. Und so bleibt man eben auf diesem untersten Level. Aber ich empfinde das als das Normalste der Welt, dass wir eben die Kinder so erziehen, dass sie selber lernen, ihr Leben auch zu verwalten, dass sie das über das Böse, dass sie es selber auch von sich fernhalten können, dass man gemeinsam in einem Frieden drin bleibt. Und in diesem Lied beschreibe ich das auch ein bisschen, wie das oft gelaufen ist, wenn Ivo weg war für einige Tage zu einem Dienst und so, wie ich das noch viel mehr gespürt habe, weil dann die Verantwortung auf mir lag. Und aber auch wie die Kinder danach wachsen, wie sie nachkommen und auch mir mithelfen, wie wir gemeinsam diesen Frieden bewahren und miteinander, wie sie mir auch helfen, eben diese Dinge dann aufzuarbeiten. In diesem Lied ist das alles auch ein bisschen einfach wieder dargestellt, aber es gibt so viele Schattierungen, wo der Friede brechen kann, nur schon bei Gedanken oder einfach Dingen, die man jetzt vielleicht nicht so darstellen kann, aber da bete ich darum, dass der Herr uns die Augen öffnet, dass wir immer wieder die Dinge auf den Grund bringen können. Ich komme erfrischt und ganz neu gemacht aus deiner Gegenwart. Ich komme erfrischt und ganz neu gemacht aus deiner Gegenwart. Hab heute in der Stille allein schon auf dich geharrt. Bin völlig frei gestärkt, mein Geist ist frisch belebt. Bin völlig frei gestärkt, mein Geist ist frisch belebt. Mein Gottes Friede Sicherheit auf mich gelegt. Mein Gottes Friede Sicherheit auf mich. Kinder, wie geht es euch? Habt ihr gut geschlafen? Hattet ihr es gut in der stillen Zeit mit dem Herrn Jesus?
geschieht etwas mit mir, als wär ein dunkler Schatten zwischen mir und dir. O Jesus, hatte ich dich eben tief berührt, deine Gegenwart und Kraft so nah gespürt. Gerade war ich doch so munter und zieht es mich wie Blei hinunter. Was hab ich denn bloß falsch gemacht? In mir ist plötzlich dunkle Nacht. Ich fühle mich mit deinem Mal in meinem Kopf wie das Überdruckventil an meinem Dampfkochtopf. Mama, hast du's nicht gesehen? So darf das nicht weitergehen. Schau mal dort, ein kleiner Streit und deine Uneinigkeit. Mama, hast du's nicht gehört? Hat dich der frohe Schein betört? Ein Widerspruch, versäumte Pflicht und dein kleiner Bösewicht. Mama, schau mal diese zwei, bei uns war das nicht einerlei. Ein Übermut, ein schlechtes Wort, ein Murren hör ich da und dort. Schon ein wenig Sauerteig durchsäuert doch den ganzen Teig. Feget den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid. Danke, Herr, jetzt ist mir klar, ich bin ja nicht allein. Nicht ich, auch meine Kinderschar sollen in dir sein. Wenn Sünde streit und Murren da, ist zu uns geschehen. Wir alle können damit nicht mehr deinen Frieden sehen. Ich kann doch nicht als Einzelne im Frieden vor dir stehen. Nur wenn wir alle in dir sind, kann es wirklich gehen. Als Familie, wir haben immer so sonntags, haben wir so eine Familienversammlung, wo wir einander erzählen, was der Herr gewirkt hat in unseren Kinderstunden. Wir haben samstags jeweils jeder bis zu Elias runter, haben wir eigene Jugendversammlungen, wo wir bis zu 100 Kindern lehren und genau diese Dinge eigentlich erzählen, die wir heute auch hier singen.
Und da hatte ich mal so eine Frage auf dem Herzen, schon länger. Und zwar habe ich die dann auch Papa gestellt. Warum sind einige Kinder, die bleiben immer wieder stehen? Warum können sie nicht das selber tun? Sie gehen nach Hause, probieren es, das, was die Lois gesagt hat, jetzt umzusetzen so. Und dann nach 2 Tagen oder so werfen sie das Zeug hin und sagen, oh, bei mir geht das nicht, die Lois kann das vielleicht schon und so. Und sie haben dann Formen vor sich und das nicht und das nicht und so soll ich mich verhalten. Und sie sehen dahinter gar nicht die Vision. Und für mich war es so wichtig, dass ich ihnen eine Vision vermitteln kann, dass ich das aus der Beziehung zum Herrn mache. Dass ich merke, sobald ich streite oder so, dass die Beziehung zum Herrn weg ist. Und das nennen wir Mündigkeit, dass wir selber das verwalten. Aber ich wusste nicht so richtig, wie ich das meinen Kindern beibringen soll, dass sie das auch wirklich so dann auch umsetzen können. Und dann bin ich auch vor den Herrn gegangen und habe gefragt, wie kann ich ihnen das beibringen? Und so wie Papa das gesagt hat, dass alles, was hier unten auf der Erde ist, ein Abbild ist oder Gleichnisse sind, auf das, wie es sich im Geistlichen verhält, habe ich dann so ein Abbild gefunden. Ein Bild für die Kinder, dass sie es verstehen. Man muss ja bei den Kindern manchmal etwas malen oder ein Bild erzählen oder eine Geschichte, dass sie es verstehen. Und dann ist mir dieses Bild gekommen von einem Feuer. Und zwar, dass das wie die Beziehung ist, die ich zum Herrn habe. Dieses Feuer, das brennt, aber wenn man da zum Beispiel Wasser drauf schüttet, dann geht das aus. Und da habe ich genau gesagt, das ist, wie Sulamit es gesungen hat, oder Joshua und Jan Henoch oder Anna-Sophia, das ist der Streit. Dann schütten wir da Wasser drauf. Aber wie zum Beispiel Brennsprit aufs Feuer. Da gibt es eine schöne Flamme, das haben die Kinder gerne, aber das sollten sie natürlich nicht machen. So. Aber im Geistlichen natürlich schon. Das ist wie wenn wir am Abend zum Beispiel bei uns im Zimmer eine Gebetsgemeinschaft miteinander haben, zusammen beten, bevor wir ins Bett gehen, anstatt im Streit ins Bett zu gehen. Und dann merken wir, wie unser Feuer immer mehr brennt. Und sonst über die Nacht geht das aus, wenn wir uns vorher verstritten haben. Und so, das hat den Kindern plötzlich Vision gegeben. Oder noch ganz kurz einige Beispiele, wenn man dem Feuer den Sauerstoff wegnimmt, oder dann haben wir eine Kerze genommen, ein Glas drüber gestellt, dann ging das aus. Das war genau so, wie David es erzählt, wenn wir unseren Lüsten nachgehen, bei mir zum Beispiel bei Süßigkeiten, obwohl Süßigkeiten in Ordnung sind, aber wenn es zu viel ist, wenn ich aus dem lebe, dann geht mein Feuer aus. Oder eben, was hat er noch alles gesagt, Alkohol, Drogen, oder halt einfach auch kleine Dinge, aus denen man lebt, Konsumleben, Musik hören, Bücher lesen die ganze Zeit, das nimmt meinem Feuer den Sauerstoff weg. Oder wenn ich zu wenig Holz habe für mein Feuer, für mich ist das Holz wie das Herz, womit das, diese Beziehung zum Herrn brennt. Und wenn ich da noch 7 Feuer habe oder 8 oder einfach mehrere Feuer noch für mein Auto, für die Freundschaft und für das und für das und für alles mögliche Zeit und Holz da investiere, merke ich, mein Feuer geht aus. Das hat den Kindern dann Vision gegeben. Oder auch das, was die Mama gesagt hat, das gemeinschaftliche Feuer. Wenn ich Wasser drauf schütte, geht bei allen das Feuer aus. Oder einfach so diese Dinge, habe ich ihnen das in diesem Bildnis erklärt. Und plötzlich haben sie es verstanden, haben gemerkt, doch, wir wollen selber mündig werden, selber dieses Feuer auch verwalten. Und dann kam dann auch die Frage auf, ja, was ist, wenn wir dieses Feuer gar nicht haben? Und da ist eigentlich meine Vision, dass wir als Familie, ich denke, wir haben so ein Feuer, auch gemeinschaftlich, dass dieses Feuer doch wirklich Funken sprüht, dass es in eure Herzen reingeht, es muss mit dem Funken beginnen, dass dieses Feuer überhaupt zu brennen beginnen kann. So. Und das hoffe ich ganz stark. Gut, wollen wir das singen? Es ist eben eine Familienversammlung, das singen wir nicht im Kreis, wie wir sonst sitzen, weil sonst passt das nicht, singen wir es zu euch so. Erzählt ihr in der Runde, was ihr der Kinderschar aufs Neue habt gelehrt, solang sie bei euch war. Mit 100 kleinen Kindern über lange Zeit, in Gott geschenktem Frieden und in Einigkeit. Wir übten da beharrlich den ganzen langen Tag, den anderen zu behandeln, wie man sich selber mag. Der Bob kriegt sehr von allem, er schwimmt die Gesamt ein. Er möchte doch viel lieber
bei dem Mann Jesus sein. Er lauschte den Geschichten und packte tüchtig an. Da kann ich nur noch sagen, Gott selbst ist mit ihm dran. Auch uns als große Tier hat Gott es offenbart, wenn wir die Eltern ehren, er nicht an Segen spart. 8 Stunden der Versammlung, sie machten so sehr Spaß, jeder bis zum Kleinsten das Essen glatt vergaß. Obwohl ich das alles sehe, lässt es mir keine Ruhe, weshalb einige Kinder stagnieren immer zu. Ich schieb sie wieder an, wecke sie von neuem auf, doch stehen sie wieder still schon eine Woche drauf. Papa sagt, was mach ich falsch, mangelt es nur ein Gebet, sollte ich noch früher aufhören, dass es weitergeht? Ich schieb sie wieder an, wecke sie von neuem auf, doch stehen sie wieder still schon eine Woche drauf. Papa sagt, was mach ich falsch, mangelt es nur ein Gebet, sollte ich noch früher aufhören, dass es weitergeht? Nein, hier mangelt's wohl an eigener Mündigkeit, so kommt's dann schon von selber, dass man stehen bleibt. Ja, genau so ist es, das hab ich mir gedacht. Wer immer selbst nicht mündig, der ist sehr schwierig macht. Wer immer selbst nicht mündig, der ist sehr schwierig macht. Mündigkeit, das ist es, das spür ich auch genau. Eine Schau, Mündigkeit, ich selber nehm's genau. Mündigkeit, sie führt zur wahren Kraft. Mündigkeit, ich habe eigenen Saft. Mündigkeit, sie gibt dir die Vision. Mündigkeit, sie führt auch dich zum Thron. Ich verstand das nicht. Das ist Mündigkeit. Wenn es draußen noch dunkel ist, keine Menschenseele sich rührt und ich spür, es zieht mich zu dir. Wenn es draußen noch dunkel ist, keine Menschenseele sich rührt und ich spür, es zieht mich zu dir. Dann steh ich auf aus eigenem Antrieb, überwinde den Schlaf nicht, weil die Mutter sagt noch, der Wecker mich dazu zwingt. Dann steh ich auf aus eigenem Antrieb, überwinde den Schlaf nicht, weil die Mutter sagt noch, der Wecker Herrlichkeit von mir weicht, ein dunkler Schatten mich umhüllt und ich weiß, ich habe verfehlt. Wenn die Herrlichkeit von mir weicht, ein dunkler Schatten mich umhüllt und ich weiß, ich habe verfehlt. Dann geh ich hin, kehr um von Herzen. Ich bekenne die Schuld, wenn mich auch keiner tappt und mich keiner davon überführt. Dann geh ich hin, kehr um von Herzen. Ich bekenne die Schuld, wenn mich auch keiner tappt und mich keiner davon überführt. Wenn mein Denken gebunden ist, mein Herz nicht mehr so frei und ich spür, das trennt mich von dir. Wenn mein Denken gebunden ist, mein Herz nicht mehr so frei und ich spür, das trennt mich von dir. Dann büß ich ein, wenn's mir auch weh tut, reiß mein Herz davon los, tausche alles gern ein, auch wenn keiner mich dazu bewegt. Dann büß ich ein, wenn's mir auch weh tut, reiß mein Herz davon los, tausche alles gern ein, auch wenn keiner mich dazu bewegt. Wenn Gedanken mich niederziehen, ich zerstörerischen Lügen umgehe,
mein Kopf nicht frei ist für dich. Wenn Gedanken mich niederziehen, ich zerstörerischen Lügen umgebe und mein Kopf nicht frei ist für dich. Menschen gefallen will, mein Spiegelbild zum Zentrum wird, wenn die Kleider mir zu wichtig sind. Wenn ich Menschen gefallen will, mein Spiegelbild zum Zentrum wird, wenn die Kleider mir zu wichtig sind. Wenn die Ordnung nicht mehr so stimmt, im Kleinen ich nicht so treu bin und dir das nicht mehr gefällt. Wenn die Ordnung nicht mehr so stimmt, im Kleinen ich nicht so treu bin und dir das nicht mehr gefällt. Dann lass ich los, weil es mich von dir trennt. Los, weil es mich von dir trennt. Dann lass ich los, weil es mich von dir trennt. Los, weil es mich von dir trennt. Es schmerzt mich zwar kurz, doch ist es das wert, weil ich doch bei dir sein will. Es schmerzt mich zwar kurz, doch ist es das wert, weil ich doch bei dir sein will. Geht es auch um Mündigkeit? Ja, eigener Motor. Mündigkeit bedeutet ja hinterfragen, warum macht man das eigentlich? Zum Beispiel jetzt, warum putzt man die Zähne, damit man keine verfaulten Zähne hat oder Löcher in den Zähnen? In diesem Beispiel jetzt, ja. Ja, und auch in meinem Lied geht es auch um die Ordnung. Auch, dass ich die Mama mehr unterstützen kann, nicht, dass sie alles alleine machen muss und sie alles auf ihren Buckel tragen kann, sondern dass ich sie auch unterstützen kann. Ja, auch soll das auch eine Ermutigung sein auch für die Kinder, dass sie einfach auch eine Vision auch für diese Dinge auch bekommen, dass sie einfach von selbst aus es machen, nicht weil es die Mama sagt. Zur Mündigkeit berufen. Denn wir sind zur Mündigkeit berufen. Guten Morgen, liebe Ma, hast du gut geschlafen, Pa? Dank, ich wollt, so wär's für immer. Doch wie steht's heut um dein Zimmer? Das sieht ja schrecklich aus hier drin. Weißt du, ich finde es ja schön und gut, dass du immer so bekümmert um mein Wohlbefinden bei Nacht bist. Doch wann wird es dich auch interessieren, wie es mir bei Tage geht? Zum Beispiel gerade jetzt? Oh nein, das kann nicht sein. Schon wieder habe ich meine Pflicht nicht aus eigenem Antrieb erfüllt.
mehr weiter. Oh, habe kehre mich. Nur auf vorne, auf Schiene, auf Rücken laufe ich. So geht es nicht mehr weiter. Oh, habe kehre mich. Elias, du hast gestern Abend den Boden wieder nicht aufgewischt und den Tisch für das Frühstück nicht gedeckt. Lerne bitte ohne ständige Aufforderung mündig an deine Ämtchen zu denken. Mündig, 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 ich höre nur noch mündig. Ist nur wer unmündig, denn heutzutage noch sündig. Die anderen dürfen alles machen, plaudern, bitten und auch lachen. Ich dagegen bin und strebe, putzen, wischen, bodenfähig. Doch bei allem, was ich tue, finde mal ich jetzt zur Ruhe. Mündig, 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 ich höre nur noch mündig. Ist nur wer unmündig, denn heutzutage noch sündig. Die anderen dürfen alles machen, plaudern, witzen und auch lachen. Ich dagegen bin am Streben, putzen, wischen, Boden fegen. Doch bei allem, was ich tue, bin der Mann ich echt zur Ruhe. Elias, in deinem Zimmer brennt noch das Licht. Auch hast du wieder Türen und Fenster nicht geschlossen. Sprich doch einmal mit dem Herrn über den Grund deiner mangelnden Mündigkeit. Sprich doch einmal mit dem Herrn über den Grund deiner mangelnden Mündigkeit. Herr, so vieles nehme ich mir in meinem Herzen vor. Doch fehlt mir zur Umsetzung gezeigt, dass ich nur von selbst geneigt, wenn ich tun kann, was mir passt, alles, was mir nicht verhasst, alles eigene läuft geschmiert, eilend mündig und geniert, doch sobald ein anderer will, wird sie mir ganz plötzlich still. Endlich seh ich's, wenn noch spät, was jetzt ich hab Gesamtheit dich im Sinn, ist mir Mündigkeit gewinn. Endlich seh ich's, wenn noch spät, falls jetzt ich Priorität. Hab Gesamtheit dich im Sinn, ist mir Mündigkeit gewinn. Ich möchte eigentlich gerne gerade an dem anknüpfen, was wir eben gehört haben. Und zwar geht das Thema Mündigkeit eigentlich immer weiter. Das, was wir jetzt von Elias gehört haben, diese Dinge mit der Ordnung zum Beispiel, das sind Dinge, die in meinem Alter oder so, wenn man so 15, 16 wird, also wirklich einigermaßen eingeschliffen sein sollten, denke ich, weil da kommen andere Dinge auf uns zu. Da kommen andere Gebiete, wo man beweisen muss, dass man wirklich selber mündig ist. Ich denke da zum Beispiel an einen Kollegen, ich ging mit ihm zusammen zum Kindergarten, in die erste und zweite Klasse auch noch, und wir beide sind christlich aufgezogen worden. Er dann so, dass er auf eine christliche Schule geschickt wurde nach der zweiten Klasse, ich habe ihn dann nicht mehr gesehen, und erst kürzlich, so vor einem Jahr, hatten wir eine Feier im Dorf,
wo alle Jungbürger da gefeiert wurden. Und dann habe ich meinen Kollegen wieder gesehen, zum ersten Mal nach 10 Jahren. Er war auf einer christlichen Schule gewesen diese Zeit und ich war auf unserer Dorfschule gewesen, eine weltlich normale Schule, weil unsere Eltern immer gesagt haben, ihr müsst lernen, dort wo ihr steht, in dem Umfeld, in dem ihr seid, dort standhaft zu bleiben und dort wirklich ein Zeugnis zu sein und nicht in einer Scheinwelt aufwachsen und dann plötzlich auf die Welt kommen, wie die Welt tatsächlich ist. Auf jeden Fall habe ich diesen Kollegen dann wieder gesehen, das verging keine Stunde, dann war er stockbesoffen in einer Ecke und hat mit ein paar Mädchen rumgemacht. Und ich hatte an jenem Abend so das Anliegen, meinen Kollegen etwas weiterzugeben, dass ich den ganzen Abend mit einer ganzen Gruppe Jugendlichen, die ich von früher gekannt hatte, zusammensaß und bis um Mitternacht von Jesus erzählt habe. Die waren alle so berührt hernach. Und im Nachhinein, als mir das wieder so durch den Kopf ging, habe ich plötzlich gemerkt, es kommt doch so gar nicht auf die Form drauf an, wie man aufwächst, in welchem Umfeld man groß wird. Es kommt darauf an, was man im Herzen drin hat, ob man wirklich selbstständig vor dem Herrn lebt und einen eigenständigen Draht hat zum Herrn. Und wenn dieser Draht nicht da ist, wenn man nicht lernt, mündig, so wie es Elias gesagt hat, schon im Kleinen vor dem Herrn zu leben, dann kommen irgendwann Gebiete, wo man es nicht mehr im Griff hat. Und so ein Gebiet ist zum Beispiel die Partnerschaft und die Liebe. Ich sehe das bei vielen Jugendlichen, ich würde sagen, fast 99% all meiner Kollegen sind auf diesem Gebiet zu Fall gekommen, weil sie nicht standhaft genug waren, und ich spreche von christlichen Kollegen, die auf dem Gebiet der ganzen Sexualitäten dieser Dinge, die wach werden, wenn man so in ein gewisses Alter kommt, nicht mehr widerstehen konnten. Welche Form sie auch immer eingehalten haben, da hat es plötzlich nicht mehr gehalten, weil da die meisten zu schwach sind. Und ich denke, mein Lied erzählt jetzt mal so eine Geschichte vorerst. Hey, sag mal, habt ihr die Sache von Michi und Lena mitgekriegt? Ja, ich war keinen Moment erstaunt. Ist schon krass. Eigentlich ein Paradebeispiel. Ja, wir erzählen euch jetzt eine typologische Geschichte, die sich überall auf der Welt immer wieder ereignet. Michi war mein Freund. Lena war meine Freundin. Sein Herz schlug höher, er sah alles bunter. Sie schwebte auf Wolken und kam nicht mehr runter. Sein Blick war so zart, ihr Lächeln süß wie Zucker. Sie webten, doch gaben sich locker. Es raste das Herz ganz wild und ich denk, beide sahen das als großes Geschenk. Der erste Kuss und dann gleich der zweite. Von da an gingen sie Seite an Seite. Beide war nicht imstand, an was anderes noch zu denken. Die Gefühle waren nicht mehr zu lenken. Dies machte uns oftmals Kummer. Wir spürten deutlich ihren geistlichen Schlummer. Ihre Augen ganz matt, so wie erloschene Sterne. Sie rückten geistlich immer mehr in die Ferne. Abgestumpft, gleichgültig und ständig verträumt. Die Liebe im Zentrum. Nebenbei muss ich sagen, waren wir stets zu scheu, die Warnung, die wir im Geist hatten, anzubringen. Es war uns irgendwie zu peinlich. Und als wir es dann taten, war es zu spät. Denn es blieb nicht beim Bussi, es wurde bald mehr. Er knutschte mit ihr, denn sie lieb den sehr. Lena genoss viel ihren Liebsten auf Erden. Und Michi begann bald intimer zu werden, intimer zu werden. Kürzlich, da blickte sie starr in ihr Kissen, es quälte sie sehr. Das schlechte Gewissen. Sie spürt
Gefühle verspielt, versucht und betört. Und ich habe Michi gerade nochmals gesehen, in der Stadt mit einer neuen, Hand in Hand gehen. Von Freunden weiß ich, was mit ihm geschieht. Die Triebe sind stark, weil die Lust ihn so zieht. Grad wie heute fast zu 99%. Jedermann ganz ähnlich in Gefangenschaft rennt. So tut's Michi, 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 Michi auch noch dazu. Der Sünde lässt ihn nicht in Ruhe. Nicht in Ruhe. Nicht in Ruhe. Das Ergebnis dieser Liebschaft, ein großer Bankrott. Die Versuchung macht einfach alles zu Schrott. Meine Freunde sind fast alle genauso abgewichen. Die Liebelei hat ihnen ihr Potenzial durchgestrichen. Das Elend ist gewaltig auf diesem einen Gebiet. Wir alle sind verloren, wenn nicht ein Wunder geschieht. O Herr, ich sehe nun ein, wie schnell es geht und man fällt. O Herr, die Versuchung hat so viele schon zu Fall gebracht. O Herr, ich ahne die Gefahr. O Herr, bewahre mich, halt mein Herz ganz fest in deiner Hand. O Herr, mach mich kindlich und tief bis auf den Grund ganz rein. O Herr, meine Seele liegt bei dir. O Herr, bitte hilf mir, zu warten und ganz frei zu sein. O Herr, für deinen Lebensplan, für deinen Lebensplan. Wir haben es anfangs schon gehört, und zwar hat Papa auch gesagt, dass viele Dinge, oder eigentlich alles, würde ich sagen, was man hier unten sehen kann, ein Abbild ist auf die unsichtbaren Dinge und auf das Reich Gottes. Und so ging es auch mir schon oft, dass ich solche Dinge erkennen konnte. Und zwar in meinem praktischen Alltag, während meiner Berufslehre, die ich jetzt 4 Jahre gemacht habe und jetzt vor ein paar Wochen abgeschlossen habe, und zwar als Schreiner. Da kamen wir immer wieder, während der praktischen Arbeit, kamen wir solche Funken, wo ich plötzlich gemerkt habe, hey, genauso ist es doch auch im Reich Gottes, genauso verhält es sich doch. Ich hatte zum Beispiel einmal einen Kurs zu besuchen mit einigen Kollegen zusammen und wir haben alle zusammen einen Schreibtisch gebaut. Und jeder hat seinen eigenen Schreibtisch gebaut und jeder hat sich Mühe gegeben, den schönsten Schreibtisch zu bauen. Und alle haben seriös und gut gearbeitet und irgendwann waren die Teile so weit fertig, dass man ans Verleimen denken konnte. Also haben sich die Leute bereit gemacht und mir kam dann plötzlich in den Sinn, dass unser Kursleiter einmal gesagt hat, schleift immer zuerst, bevor ihr ein Möbel zusammenleimt, alle Innenflächen. Weil wenn ihr das Möbel zusammengeleimt habt, dann müsst ihr sonst mühsam mit dem Schmirgelpapier nachher in die Ecken reinschleifen und innen dran schleifen und das ist so mühsam. Und das konnte ich mir sehr gut vorstellen, also habe ich zuerst meine Teile ausgebreitet und mit der Schleifmaschine alles schön geschliffen, das war ganz einfach und konnte danach dann verleimen. Aber ich hatte einen Kollegen, der wollte der Schnellste sein und hat dann seine Teile genommen und das schon vorher zusammengeleimt. Und das Interessante war dann, als wir alle schon bereit waren, um unser Möbel zu lackieren und als eigentlich schon alles fertig war, war er immer noch dabei, mit dem Schleifpapier mühsam innen in die Ecken reinzuschleifen. Mit einem Mal ist mir da richtig ein Bild aufgegangen, dass ich sehen konnte, genauso läuft es doch auch in unserem Leben. Genauso möchte es der Herr tun. Er ist der Schreiner und er hat jedes einzelne Teil vor sich. Und wir alle sind solche Teile, die irgendwann mal verbunden werden möchten, auf welche Weise auch immer, in einer Ehe, in einer
Zelle oder irgendwo, wenn man in einer Gemeinschaft ist, in unserer Gesellschaft, dann hat man immer direkte Verbindungspunkte, wo man irgendwo mit jemandem zusammen, ja, geleibt ist, würde ich mal sagen. Und der Herr möchte uns alle irgendwo verbinden, aber bevor er das tut, möchte er auch gewisse Arbeitsschritte vorhin erledigt haben. Also bevor er zusammenleimt, bevor er verbindet, bevor wir zum Beispiel unseren Partner finden und mit ihm zusammen einen gemeinsamen Lebensweg gehen, möchte er gerne unsere Innenseite schleifen. Ich bin fest überzeugt davon, dass er zuerst unsere Innenflächen schleifen möchte, dass wir bereit sind für eine Partnerschaft. Und ich sehe das heute, wie viele Jugendliche schon kaum kommen zu die ersten Triebe hoch und die Gefühle, schon sind sie noch auf Ausschau. Ja, die sieht gut aus oder der sieht gut aus. Und schon wird ans Verleimen gedacht. Dabei ist noch gar nichts fertig. Noch nicht mal die Taille zugeschnitten manchmal. Aber ich denke, und die dann die Taille zugeschnitten haben, die irgendwie bereit sind, verleimen dann. Und dann, das sind dann diese Fälle, die ich immer wieder sehen muss, auch durch unseren Dienst. Diese Hunderten von Familien, die alle über Jahre damit beschäftigt sind, in der eigenen Ehe irgendwie klarzukommen. Dieses in die Ecken reinschleifen, über Jahre hinweg mühsam, weil man nicht warten konnte bis zu dem Zeitpunkt, wo der Herr von oben her das grüne Licht gibt, wo er sagt, jawohl, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und ich für mich habe mich entschlossen, ich bin bereit, dem Herrn alles abzugeben, wirklich. Mein ganzes Leben soll in seiner Hand liegen, weil ich weiß, wenn er mein Leben an die Hand nimmt und wenn er sagt, wann die Verbindung geschieht, wann das Verleimen drankommt, dann kommt es nur gut. Ich kann das bei meinen Eltern erkennen. Sie haben warten können bis zu dem Zeitpunkt und konnten von Anfang an ihren Außenflächen arbeiten. Ich verstehe darunter, sie konnten von Anfang an für andere Menschen ein Zeugnis sein, für andere Menschen da sein, vorleben für andere. Und dass wir heute hier stehen können, ist mit Sicherheit das Resultat daraus. Und ich bin überzeugt, wenn wir bereit sind und nicht ständig Angst haben, der Herr könnte uns irgendetwas Übles unterjubeln oder irgendwie es schlecht meinen mit uns, wenn wir bereit sind, unser ganzes Leben seinem Plan zu unterstellen, dann werden wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen können und werden von Anfang an frei sein von diesem ewigen nach innen arbeiten, in diese Innenecken schleifen, dass wir dann zum Lackieren übergehen können und in den Finish rein. Okay, jetzt singen wir noch den zweiten Teil meines Liedes. Ja gut, dann möchte ich gerade weitermachen. Mein Lied geht eigentlich auch in dieselbe Richtung wie Simons. Und ich sehe auch gerade, dass die Partnerschaft eigentlich die Nagelprobe der Mündigkeit ist. Das heißt, wie Simon gesagt hat, sollte man eigentlich, wenn man so 14, 15 oder älter wird, dass man eigentlich die Ordnung im Zimmer oder so einfach eigentlich haben sollte. Und dass dann eigentlich weitergeht, eben gerade so mit den ganzen Gefühlen und alles. Und dass man da einfach gerade auch bestehen kann darin und dass man sich einfach vorbereiten kann auf den richtigen Mann und einfach seine Gefühle aufhalten kann. Und da habe ich auch gerade zwei Gleichnisse geschrieben in meinem Lied, die einfach auch Vision geben, dass wir gerade so in dieser Nagelprobe einfach standhaft sein können und da einfach unsere Gefühle sparen können. Und ja, möchte ich jetzt singen. Musik.
deine Liebe ist wie eine Bank, dein Gefühl, es ist das Gold im Schrank. Auch die Liebe bringt dir Zinsen ein, spar Gefühle auf, dann sind sie da. Wenn du warten kannst bis zu der Zeit, wo der Herr dir macht den Mann bereit, dann empfangt ihr Zins so viel zum Schluss, dass ihr Liebe habt im Überfluss. Überfluss, Überfluss. Steh mir bei. Ich will ihm heute schon treu sein, nicht erst, wenn er mich findet. Die Ehe, sagt Paulus, unser Nationenapostel, die Ehe ist nur ein Abbild auf Christus und seine Gemeinde. So wie Mann und Frau zu einem Fleisch werden in der Ehe,
So will sich Gott mit uns Menschen als wie einem, wie einer Braut vereinigen. Das, was wir hier singen, war jetzt vieles noch die menschliche Ebene. Es hat sich vieles um das Abbild bewegt. Am meisten liegt uns am Herzen, deshalb sind wir hier, dass wir auf den warten, der eine, der uns bestimmt ist, dass wir nicht unser Herz einem Fremden geben. Jakobus, der Apostel, sagt, ihr Ehebrecherinnen, und meint damit Menschen, die diese Welt liebgewonnen haben. Er meint damit Menschen, die ihrem Gott nicht treu sind, die einem anderen verfallen sind. Wir sind hier, um zurückzurufen in diese Gemeinschaft. Harre, warte, bis der eine dir begegnet, bis der eine in dein Herz kommt, und lass alles andere dafür zurück. Wir können nur eine Beziehung wirklich richtig leben. Bevor ich jetzt mein letztes Lied singe, mit dem auch dieses Oratorium zu Ende geht, dieser erste Teil des Tages abgeschlossen wird, möchte ich noch etwas sagen. Ich singe jetzt in dem letzten Lied, bewege mein Herz. Das ist vielleicht ein Gebet, das ich dir am meisten heute ans Herz legen möchte. Alles, was du heute gehört hast, ist nicht ein Produkt, dass du etwas selber tun könntest. Es gibt jetzt keine größere Versuchung, als vielleicht nach Hause zu gehen, entweder entmutigt zu sein oder dann aus eigener Kraft versuchen, das umzusetzen, was man gehört hat. Wenn du uns recht verstanden hast heute, hast du Folgendes verstanden. Wie Jesus es sagte, ihr könnt aus euch selber nichts, ja nicht eines tun. Ihr seid die Rebe am Weinstock. Ich in euch und ihr in mir, das war die zentralste Predigt Jesu Christi. Und darum sollst du nicht von hier nach draußen gehen, entweder entmutigt, das kann ich eh nicht, oder dann versuchst du es in eigener Dynamik, in eigenem Willen irgendwie hinzukriegen. Bedenke, wir Menschen sind von Natur unter den Sündenfall gekommen. Wir sagen manchmal als Christen, der Friede zwischen Gott und uns ist gestört, und das stimmt natürlich. Aber ist uns bewusst, was dieser Friede ist, der wiederhergestellt werden muss? Der Friede ist nicht nur gestört, indem Gott sagt, ich habe keinen Frieden mehr über dir. Wir müssen zurück zu dem Frieden Gottes finden. Wir müssen zurückfinden zu dem, der als der Friede in uns wohnt. Das ist unsere Aufgabe, die wir heute haben, die wir heute weitertragen möchten. Wir möchten zurückrufen hinein in den Frieden mit Gott, dass der Friede Gottes selber, der Gott des Friedens selber wieder in uns wohnt und all die Werke wirkt, die er in uns gewirkt haben möchte. Du kannst nicht nach Hause gehen und diese Dinge umsetzen. Du kannst nur sagen, Herr, bewege mein Herz. Und alles, woran du Wohlgefallen gefunden hast, das setzt er in dir um, wenn du ihn nur erwartest, dass er es ist, der in dir lebt. Wenn du nur das erwartest. Aber durch die Sünde ist ein anderer in uns hineingekommen. Die Bibel nennt es Sünde. Und wenn du am Anfang liest, im ersten Buch Mose, dann merkst du, dass dort die Sünde als in Einzahl, in einer männlichen Einzahl erscheint. Der Sünd lagert vor deiner Tür, sagte darum Gott schon zu Abel, zu Kain. Der Sünd lagert vor deiner Tür, du aber herrsche über ihn. Siehst du, durch das, dass wir den Frieden mit Gott verloren haben, ist der Friede Gottes aus unseren Herzen weg. Das, was ursprünglich geplant war, dass Gott all unser Wollen, all unser Vollbringen lebt in uns drin, dass er all seine Tugenden, seine Tüchtigkeiten und Vortrefflichkeiten in uns auslebt, ist gestört, ist fremdgestört. Eine andere Person hat sich unser bemächtigt, der Sünd. Du kannst auch vom Teufel sprechen, du kannst auch von Dämonen sprechen, von Lebewesen, die Gott nicht untertan sind, die seine Hauptschaft nicht wollen, die den Menschen beherrschen, die in den Menschen kommen und falsche Begehren in ihnen zeugen. So sagen die Apostel, dass wir vom Geist der Welt getrieben sind, vom Geist, der diese Welt beherrscht, dass wir von dem falsche Motivationen bekommen. Wisse eines, wir Menschen sind geboren, um gelebt zu werden. Die Menschheit, die nicht Organismus für Gott ist, solange die Menschheit nicht von Gott gelebt wird, wird sie von einem anderen Geist gelebt. Die Menschheit ohne Gott in sich ist so tot, wie dein Körper tot ist, wenn deine Seele nicht in ihm lebt. Dein Körper ist auf deine Seele angewiesen. Und dein Körper ist um deiner Seele willen geschaffen worden, nicht die Seele um des Körpers willen. Deine Seele ist eigentlich dominant in deinem Körper. Und so will Gott uns Menschen leben. Er will in uns leben. Aber durch die Sünde ist eine andere Kraft, eine andere Person am Wirken. All das gute Wollen und das gute Vollbringen, das uns zugedacht war von Gott her, so
So wie du deinen Körper lebst, so will er deinen leben, will er dich leben. All das, was geplant war, ist gestört. So dass du denkst, ich muss in die Richtung, in die andere, wie wir es heute reichlich gehört haben. Und hinterher merkst du, es war eine Fehlleitung. Ich möchte dich zurückrufen. Wenn du jetzt da bist, heute, und realisierst, ich bin zwar Christ, was immer du magst Pfingster, Baptist, Brüdergemeinde, reformiert, katholisch, nimm was du willst. Egal wer du immer bist, wenn du heute hier bist, mag es sein, dass du Jahrzehnte schon Christ bist, wenn du heute gespürt hast, dass dein Christenleben nicht darauf ausgerichtet ist, dass einzig deine Erwartung auf seine Wirkung in dir, auf sein Leben in dir ausgerichtet ist, dann sage ich, steh heute, während ich dieses letzte Lied singe, steh während diesem Lied auf und bekenn dich zu dieser Botschaft, Christus will in mir leben und ich in ihm. Wir sind hier, um diesen Aufruf zu machen, dass du dich offen vor allen Menschen, die hier sind, bekennen darfst zu dieser Botschaft. Wenn du sagst, mir fehlt das, ich brauche dieses Leben, ich will das ausleben, dann ist es Gott wohlgefällig, wenn du dich dazu bekennst, indem du einfach mal aufstehst. Zu anderen Zeiten hat Gott seine Propheten gesandt. Ich erinnere an Noah. Wer die Botschaft glauben wollte, hatte sich zu seinem Schiff zu versammeln. Dann sandte er Johannes den Täufer. Wer Gott Recht geben wollte, hatte sich bei ihm zu taufen im Jordan. Aber viele Schriftgelehrte und Pharisäer, heißt es, machten für sich selbst diesen Ratschluss Gottes unwirksam, indem sie sich nicht taufen ließen. Aber Gott sagt immer, ich bin ein Gott des Bekenntnisses. Der Weg, den Gott tut mit uns, wenn er dir etwas Neues bringt, der beginnt mit einem Bekenntnis, dass du dich dazu stellst, dass du sagst, ich spreche das Gleiche, ich übereinstimme mit dieser Botschaft. Und indem du dich aufstellst auf deine Füße während diesem Lied, möchte ich nachher beten und bittet Gott darum, dass er diesen deinen Vorsatz versiegelt und dass du das, was du heute vielleicht nur geschmeckt hast, dass das über dich kommt in der ganzen Kraft seines Heiligen Geistes. Du bist nicht geboren, um Sklave zu sein, bist nicht geboren, um von einem fremden Geist gelebt zu werden, bist für ihn geboren, dass er dein Haupt sei, dass er dein Leben auslebt, dass er du und du er bist. Haben wir das gut verstanden? Ich möchte ein Bekenntnis. Und ich werde für all diejenigen, die während diesem letzten Lied, wenn ich singe, ich stehe auf, voller Stolz, dass ich ihn kenne, jeder, der aufsteht und sich zu dieser Botschaft bekennt und damit sagt, ich will das Leben, für den möchte ich nachher beten, dass du das empfängst, worum du gebeten hast. Und Gott wird sich deiner nicht schämen, wenn du dich der Menschen hier drin nicht schämst. Bewege, bewege mein Herz. Bewege, bewege mein Herz. Bewege, bewege mein Herz. Bewege, bewege mein Herz. Lass mich nicht bei all dem, was ich heute gehört, betrogen weiterleben, vom Eigensinn betört. Hilf mir, dass ich dieses Leben nie mehr verliere. Von heute an sollen es alle wissen, ich gehöre dir, diesem Gott, der mich schuf, mich erwählt mit heiligem Ruf, diesem Gott, der mich bricht, mich hineinzieht in sein Licht, diesem Gott, der mich schreckt, mich im Donnerschlag erweckt. Wie könnt ich mich diesem Gott schämen? Diesem Gott, der mich kennt, mich bei meinem Namen nennt, diesem Gott, der mich liebt, der mir alle Schuld vergibt, diesem Gott, der mich stillt, mich mit seinem Geist erfüllt. Wie könnt ich mich diesem Gott schämen? Ich steh auf voller Stolz, dass ich ihn kenn. Jeder soll es sehen, dass ich mich heute trenne von aller Lust und Sinn.
ihren Strom für mich gewährt. Ich in ihm und er in mir ist, was noch zählt. Stolz, dass ich ihn kenn, jeder soll es sehen, dass ich mich heute trenne von aller Lust und Sünde bewährt. Ich hab Jesu Lebensstrom für mich gewährt. Ich in ihm und er in mir ist, was noch zählt. Ich in ihm einen Moment in der Stille. Immer wieder erleben wir Menschen, die in solchen heiligen Momenten bewegt werden. Ihr Herz bewegt sie, aufzustehen, doch ihr Leib sitzt. Ich sage dir, wenn dein Herz spricht, gehorche dem Herzen. Das Herz ist die führende Instanz, nicht irgendetwas anderes, nicht dein Verstand. Bekenn dich ohne Furcht, auch jetzt. Du spürst, dass du einen Kampf in dir hast. Lass dich nicht fremdsteuern, lass dich nicht fehlsteuern. Bekenn dich dazu. Gott sagt, wer sich vor den Menschen bekennen wird zu mir, den werde ich auch bekennen, vor meinen heiligen Engeln, vor dem Himmel. Reiß dich los und ich bete jetzt für dich, dass du dieses Leben empfängst, dass du dieses Geheimnis geoffenbart bekommst. Christus in dir. Vater, wir danken in Jesu Namen, dass du ein Gott des Lebens bist, ein Gott aller Lebendigen. Danke, hast du uns mit diesem einen Ziel geschaffen, dass wir hinein in dich Verleibte sind, hinein mit dir verbunden werden, dass du selbst uns wie einen Menschen lebst. Danke für diesen Vorsatz, dass du Fleisch werden willst, auch in dieser unserer Zeit. Du siehst nun alle diese Menschen, die hier stehen, die diesem Stehen vor dir Ausdruck verleihen, dass sie Teil dieses Organismus sein möchten, der gelebt wird. Diese Menschen, die nicht nur religiöse Werke tun möchten für dich, irgendetwas Gutes wirken, sondern dich selber an die Schalthebel ihres Lebens lassen. Ich bitte nun, Herr, komm in der Kraft deines Geistes, besiegel dieses Wort, diese Predigt von heute, alles, was wir gesagt und gesungen haben, und erweise dich in der Kraft der Zeichen und der Wunder. Beglaubige dieses dein Wort, indem du diese Augen öffnest, diesen Menschen, die hier stehen, die sich hier zu dir bekennen. Ich rufe über euch aus in Jesu Namen. Komm, du Geist der Weisheit und der Offenbarung. Der Geist der Weisheit und der Offenbarung kommt über dich und erleuchtet deine Herzensaugen, ihn zu erkennen, ihn selber zu erkennen, worauf es ankommt. Apostolisch-prophetische Schau empfange du, dieses Schauen des Gesamtguten. Empfange dieses Gesamtbewusstsein, werde hineingezogen, Kraft seines Geistes, um mit diesem Geheimnis des Christus in dieser Leibesvollendung Gestalt zu gewinnen. Mit all den Auserwählten, die in diesen Lauf hineinberufen sind. Der Herr versiegelt dich mit Gnade, mit Erbarmen, und seine Kraft wirkt in dir, was vor ihm wohlgefällig ist, in Jesu Namen. Amen. Spürst du, dass diese Botschaft eine wichtige Botschaft ist? Darf ich mal deine Hand sehen? Wir haben lange genug versucht, Gott zu gefallen. Ich wiederhole noch einmal, Gott gibt uns Menschen in unseren Eigenwillen oder in unseren fehlgesteuerten Willen hinein. Das sagt er klipp und klar. Wir müssen ihm hinterherkommen.
Er sagt, folge mir. Er sagt nicht, ich renne dir hinterher. Gott versucht uns wohl zu sammeln, wie eine Henne ihre Küken versammelt. Aber sein Prinzip ist, wir haben ihm hinterher zu rennen, nicht er uns. Und er sagt uns ganz gewiss zu, jeder Mensch, der nicht unter seine Hauptschaft kommt, in der Weise, dass wir als Organismus zur Verfügung sind und er uns leben und bewegen kann, die ganze Menschheit, sagt er am Schluss, wird er sich selber überlassen. Die Gottlosen, wie das die Schrift nennt, die los sind von Gottes Hauptschaft, sie werden verdorren wie das Gras auf den Dächern. Sie werden keinen Bestand haben. Sie werden sich bis zum Letzten aufreiben. Es wird ein großes Notleiden sein in diesen unseren letzten Tagen. Und wenn du heute spürst, dass diese Botschaft wichtig ist, hinausgetragen zu werden, und du merkst, es ist nicht die Botschaft, die so typisch ist für evangelikale oder kirchliche Kreise. Sie geht weiter, sie geht tiefer. Diese Botschaft ist die Botschaft, die von Anfang an von Jesus und den Aposteln getragen, aber über Jahrhunderte verloren gegangen ist. Wenn du spürst, dass diese Botschaft hinaus muss in alle Welt, dass wir zu einem wirklich lebendigen Organismus unter seiner Hauptschaft werden, dann möchte ich dich, wenn du heute hier sitzt und bewegt worden bist in deinem Herzen, ich möchte jedem Gelegenheit geben, mit uns auch in eine Dienstgemeinschaft zu kommen, dass wir gemeinsam miteinander hinwachsen, wie geschrieben steht, dass wir zur Vollgestalt in Christus hinwachsen sollen in den letzten Tagen, dass wir zu einerlei Glauben, zu einerlei Erkenntnis, zu einerlei Hoffnung, zu einerlei Erwartung und Berufung gelangen. Gott ist seit Jahren dabei, uns auch hier in der Schweiz, in Deutschland, Österreich und überall organisch zu verbinden, überregional. Es sind Menschen in einem Dienst, die in weit über 100 oder 200 verschiedenen Gemeinden und Kirchen, Denominationen zu Hause sind. Wir lassen alle dort. Sie verbinden sich zu einer organischen Realität, die mehr ist als Ökumene. Ökumene ist ein Zerrbild davon. Ökumene steht genau auf dem Kopf. Ich scheue mich nicht, das zu sagen, damit du genau weißt, wovon ich rede. Ich rede nicht von Ökumene. Ich rede davon, dass wir wirklich in einem Geist, in einer Gegenwart, unter einer Führung des Geistes aus seiner Hauptschaft leben lernen. Wir sind mit Hunderten von Gotteskindern in diesem Strom des organischen Friedens eingegangen und Gott wirkt mit uns diese Werke, die uns in diesen Breitengraden, wo wir wohnen, gewirkt werden sollen. Wenn du auch mit hineinkommen willst in diesen gemeinsamen Dienst, in diesen Lauf, und wir predigen nichts anderes, als was du heute gesehen und gehört hast, wenn du selber Teil dieser Botschaft werden willst, dann bilden wir dich unentgeltlich aus, dass du lernst mit deiner Zelle oder persönlich, in deiner Zelle, Familie oder wie auch immer, dass du lernst, wie man das organische Leben zu Hause beginnend pflegt und dass du das selber hinaustragen kannst, und zwar Kraft deiner Person und nicht Kraft deiner Worte. Das, was wir hier verkündigen, kannst du nur durch das Sein, das, was du bist, verkündigen, nicht das, was du sagst. Du kannst das Richtige sprechen, aber du gibst immer nur weiter, was du bist und nicht das, was du sagst. Und darum rufe ich immer wieder gerne in die Verbindlichkeit auf. Und wenn heute jemand hier bewegt worden ist, der spürt, ich möchte Teil dieser organischen Christusgeneration sein, wie wir das auch nennen, dann möchte ich dich bitten, dann komm doch jetzt, während ich noch mal einen Moment hier stehe und wir noch mal still werden, komm doch nach vorne und bezeug das einfach mit einem kurzen Handschlag. Damit möchten wir zum Ausdruck bringen, wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder, das heißt, wir gehen erste Schritte zusammen, irgendwie suchen wir den Weg, wie wir in diesen gemeinsamen Dienst hineinkommen, wo wir gemeinsam die Geschichte Gottes leben. Heute Nachmittag siehst du dann einen Film, einen 2,5-stündigen Lehrfilm, den haben wir mit über 500 verbindlichen Mitwirkern, Mitarbeitern gedreht im letzten halben Jahr. Wir hatten nur 4 Tage gedreht und dann ist dieser Spielfilm entstanden und du kannst dort sehen, wie Gott auch Geschichte macht mit uns, wenn wir miteinander Handschlag geben. Wir wissen zwar nicht, was wir nächstes Jahr tun, aber wir wissen, Gott tut ein Wundersames nach dem anderen. Vielleicht bist du nächstes Mal mit dabei, wenn wir in irgendeiner Weise wieder Werke wirken, die anderen zum Segen und zur Orientierung werden können. Wenn jetzt jemand hier ist, der spürt, ich möchte Teil dieser Mitarbeiterschaft werden, ich möchte verbindlich werden und mich da hinein schulen, führen lassen, miteinander arbeiten, miteinander dienen, dann komm doch und bezeug das.
sind für mich heilige Momente. Hab keine Angst, dass wir hier Sektiererei treiben. Wenn du heute gesegnet wurdest, in irgendeiner Weise ist es nur deshalb, weil Menschen diese Tische gedeckt haben, weil Menschen bereit waren, all diese Arbeit auf sich zu nehmen, das zuzurüsten, dass du heute hier sitzen kannst. Das kann ich nicht allein. Da brauche ich Hilfe. Ich kann das Evangelium mit meiner Familie nicht hinaustragen, wenn ich Menschen wie Johannes, der da hinten sitzt, mit mir zusammen Musik produziert. Ich kann nicht irgendetwas tun, wenn nicht auch andere, die ihre Gaben haben, das zusammenlegen, damit wir die Botschaft gemeinsam hinaustragen. Also wenn du irgendeinen Segen bekommen hast, geh nicht nach Hause und denk, der Schluss war doch etwas sektierisch, da wurde es plötzlich so verbindlich oder so. Nein, ich sage dir, wir tun das nur, damit vielleicht nächstes Mal, dass wir fähig sind, ein Stadion zu decken. Kein zweiter Grund. Gut, und wenn euch das ein Segen war, dann ladet mit ein, dass wir nächstes Jahr im Hallenstadion sind. Gut, dann übergebe ich wieder der Organisation. Die sagen nochmal genau, wie es jetzt weitergeht mit dem Essen und was sonst auf dem Programm ist. Herzlichen Dank. Mhm.